sehen. Schöne Match-Strategie sehen. Also denken nicht, wenn, nur weil ein Spiel wegfällt, weil ein Team wegfällt, heißt das, wir gar nichts zu tun haben. Das ist nicht wahr. So, wenn es dann, wie gesagt, die Lobby ist jetzt offen, das heißt, die Spieler kommen rein. Kaffee Dostojewski, was ist dein Resultat? Was erwartest du von beiden Teams? Viel Action. Also wir haben heute schon einiges gesehen, aber da geht noch so ein bisschen was, oder? So ein bisschen mehr geht auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall bei Kaffee. Da könnte sehr, sehr viel Vertikal-Gameplay vielleicht reinfließen. Natürlich ein bisschen bekannt dafür und wir haben bisher Kaffee jetzt heute noch nicht gesehen. Oder besser gesagt, beide Karten sind ja jetzt heute das erste Mal dabei und Das Ding ist, ich lass mich ein bisschen überraschen. ich könnte mich eigentlich für einen Spieltag ohne Oregon echt mal gut. Es ist nicht, dass ich Oregon nicht mag, aber. Ja, Nee, ja. actually, es war Clubhouse in dieser letzten Woche. Ich habe von Engefeier sieben Matches habe ich gecastet. Mit den heute waren es ja insgesamt jetzt noch 11 Karten. Also, Von 11 Karten habe ich 8-mal Clubhouse gecastet. Ja, die zwei Maps sind schon oft dabei. Also du hast entweder auf der einen Seite Clubhouse und auf der anderen Seite halt Oregon und die wechseln sich dann so ein bisschen ab, ne? So. Sind sehr oft dabei. Genau, so. Währenddessen gucken wir nochmal kurz auf die Lobby. Und wir haben jetzt hier mittlerweile schon 4 Spieler drin. Das heißt, dass sie zusammen folgen. Und jetzt, meine lieben Damen und Herren. Dann gebe ich die einzigartige Möglichkeit. Ihr geht auf Twitter, macht Ausrufezeichen Clash of Royals, setzt rein, wie gehypt ihr auf das Match sind und was ihr natürlich wartet. Wir retweeten eure Scheiße dauergehend durch, dass wir natürlich hier, dass wir nochmal kurz diesen Clash of Royals nochmal so richtig fett promoten, Boys. Weil wie gesagt, es geht wenige Minuten und dann gehen wir finally in dieses zwar leider letzte Spiel, aber ich denke, ehrenwerte. Grande Finale von einem Spieltag, von einem verdammten Spieltag einer Season. I mean, das ist schon huge. Und ich meine, was kann da vielleicht in der Zukunft noch aus so einem Season machen? Vor allem, was kann man aus einem Season Finale machen? Tja, wir werden es rausfinden, Season Nummer 3. Oh mein Gott, ich bin so gehypt auf. Wir sind zwar erst in der Season 2, aber glaub mir, Season 3, Finale. Ich weiß nicht, ob ich's. Ich hab gerade ihn mit drin. Soll ich sagen, soll ich sagen, soll ich sagen, soll Er ich sagen? freut sich auf jeden Fall, er freut sich mega. Absolut, weil es wird kostenspielig as fuck. Aber ich glaube, mit diesem Sprung mache ich der deutschen Com-Szene so einen verdammten Gefallen. Oh Gott, ich habe so Bock auf das, aber mein Portemonnaie, mein Budget, das streckt mir nach diesem Event dann einen dicken, fetten Mittelfinger ins Gesicht. Oh, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen anteasen, was da uns im Season Finale für erst Season Nummer 3, Season Nummer 2, das wird normal on, normal off, offline natürlich über. Ich hab's, ja, gut. Wer einigermaßen klug ist, hätte es jetzt gecheckt, aber nevermind. Alright. Wie gesagt, wird es durchgeführt. Season 4 wird, Season 3 wird dann ziemlich, ziemlich, eine ziemlich, ziemlich große Sache mit ein paar geilen Specken dazu. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Lobby ist jetzt am Füllen. Wir haben jetzt hier mittlerweile noch 3 Spieler, die fehlen. Das heißt, wir sind natürlich auch kurz davor, das letzte Match zu starten. Jetzt erstmal Kopf voraus. Wer denkst du, wer wird das heute rausholen? Auf jeden Fall ganz, ganz schwierig zu sagen. Aber ich setz mal meine, oder ich setz einfach alles auf Australian Force. Australian Force. Ja. Hörst du dir selber zu? Wir sind nicht im asiatischen Kontinent. Ich gehe dann, ne? Du kannst dann alleine weitermachen. Mein Hirn ist halt komplett neben der Spur. Also. Australian Force Boys. Ich glaube, wenn. Ach. Machen wir es so. Wir gründen eine Orga.
machen als Logo einen ein Emo, weißt du, diese laufende Vögel, machen den blau an und dann ist es Australian Force. Alright, so. Ja, ja, ja. Austrian, mein Lieber. Ich sag einfach nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr. Es reicht für heute. Alright, so. Gut, wir sind wie gesagt weiterhin am Warten. To be honest, meine Prediction. Ich bin gesplittet. Wir haben auf Austrian Force Seite ein Team, das gerade in der Talent League flawless durch. Sie sind in der Major League, sind so oberst. Und die haben nichts verloren. Die gewinnen einfach alles. Die gucken ein Team an. Und zerstören ist wie keine Ahnung, Superman mit seinen Laseraugen ihre Gegner. Und dann haben wir erstmal Wooptrox. Erstmal Wooptrox vor knapp einem Monat, wo wir Wooptrox angeguckt haben. No front, aber es war schon ein bisschen ein Joke, was man in der Talent League gemacht hat. Wir gucken zwei Wochen später und sie outstretten jedes scheiß Team, wo man sich nur so denkt, alright, kann man mal machen. Interessant und das geht auch. Okay, ich bin einfach vom letzten Spieltag. Ich bin einfach head over toes in diese Strats verliebt, to be honest. Aber ich kann keinen Gewinner entscheiden. Ich kann echt keinen Gewinner entscheiden, to be honest. Ja, gut, dann lassen wir es erstmal so stehen. Ne? Lass uns überraschen, was so passiert. Genau, währenddessen, wie gesagt, sind drin. Das heißt, meine lieben Damen und Herren, vor genau zwei Minuten hat der Observer geschrieben, dass das Match losgegangen ist. Das heißt, es geht noch eine Minute. Eine Minute und dann schalten wir das Match hinein, meine lieben Damen und Herren. Ich mach das Ding und sehe aus wie der von, ich habe keine Ahnung mehr, wie der Film heißt. Nevermind. Trotzdem, das heißt, wir sind jetzt kurz davor, in das Game hier reinzugehen. Wie gesagt, auf der einen Seite F2, Googie, Matt the Self, Brett, Spaß. Ich brauche irgendwie ein Wort dazwischen. Matt Brett ist toll, aber ich brauche so einen Spitzname. Rexis und Snacks. Und auf der anderen Seite Gravity, Major, Flipsy, Gazo und Reezy. So, Boys und Girls, die Lobby ist voll. Und wir sind ready, in das Match hineinzustarten. Wooptrox gegen Austrian Force Academy. Vollgas, rein da. Ich weiß, wir haben 22:40 Uhr. To be honest. Doesn't matter. Es ist ein gutes Match. Das würde ich sogar um 3 Uhr morgens oder am, keine Ahnung, 0 Uhr schlag mich tot, Carsten. So, wir gehen jetzt hier erstmal rein. Meine lieben Damen und Herren, es ist ein großes Ding. Und währenddessen haben wir den ersten Bann hier auf Seiten von Austrian Force. Und das wird jetzt erstmal ein Breach Supporter sein auf Kaffee Dostoevsky. Das ist eine interessante Sache. Breach Supporter natürlich. Ich war früher, to be honest, strikt dagegen, einen Breach Supporter auf Kaffee Dostoevsky zu bannen. Mittlerweile natürlich halt ist es mir auch selber klar geworden. Fieser, oben und unten natürlich sind so diese Main Breaches, wo man sie braucht. Natürlich auch die Red Wall, da kannst du einen Fetcher wirklich sehr gut gebrauchen. Zweiter Bahn wird hier erstmal eine. What? Twitch sein? Alright. Da hat sich Wooptrox wieder mal irgendwas rausgedacht. Ich habe keine Ahnung was. Fun Fact: Wooptrox ist ein Team, das braucht praktisch jedes Game andere Strats, weil sie. Stretch nicht auf sich selber aufbauen, sondern auf die Gegner. Und das ist einfach, das ist heiß, Level Boys. Das ist heiß. So, währenddessen haben wir natürlich als nächstes auch eine Alright Aruni, die noch rausgeholt wurde. Und natürlich zu guter Letzt auch ein Castle. Also, ich denke, diese Buns, also, es sieht so serious aus. Es sieht so stark aus. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es einfach geil. Ich liebe das Match. Ich liebe das Match jetzt schon. Erstes Mal, wo Aruni gebannt wurde. Erstes, so gern ich die erste Runde machen will. Es ist die erste Runde und die gehört Glubschi. Meine lieben Damen und Herren, the stage is yours. Ja, ich hoffe, wir sind jetzt auch von der Time wieder gleich. Ne? Nicht, dass ich jetzt hier Geschichten erzähle und das alles andere erst 5 Sekunden später kommt. Ne? Kannst dir gleich Zeit sagen, sobald du in der Runde bist. Besten tun, nicht dass wir da gleich technische Probleme haben. Tja. Heute genug davon. Ne? ja, genau. So, ich bin jetzt in der Runde. Wir haben jetzt 41, 40, 39, 38. Alright, alles gut.
Ja, so. Dann schauen wir uns doch gleich mal an, was ganz, ganz unten hier in Café passiert. Natürlich gehen hier schon einige nach oben und bauen natürlich auch oben ein bisschen was auf. Wir wollen diesen vertikalen Gameplay hier sehen. Ne? Also das muss jetzt hier ein bisschen eskalieren. Ihr merkt schon, Sprachzentrum bei mir ist noch nicht ganz wach oder es fängt an zu schlafen. Ne? Manchmal ist es nicht so. Also nicht jedes Wort hier genau drauf achten, was da so passiert, aber wir schauen jetzt, was passiert. Es ist übelst leise. Was ist denn hier los? Oh, ein bisschen lauter machen. Es muss hier auf jeden Fall schallern. Es muss eskalieren. Und los geht's. Die Actionphase. Rein da. Wo gehen die Boys? Und hier jetzt als erstes hin. Wolltest du gehört sagen? Es war auf der Zunge, ne? Es war auf der Zunge. Ja, vielleicht sind da Girls dabei? Nee. Nee. Oh, schade. Ja, kannst zwar, ja, Snooze ist schon so ein bisschen girly, aber... Wir können auch einfach nur Girls sagen, das ist auch okay, oder? Nein, lass mal Boys. Und ja, es geht auf jeden Fall schon mal nach ganz oben, das ist auf jeden Fall wichtig, Kaffee so ein bisschen von oben nach unten spielen. Man muss da natürlich ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, ne? Das muss schnell passieren, Drohnen vor... Die Spieler hinterher schauen, wo hier der erste Gegner ist. Natürlich ist man da so ein bisschen vorsichtig. Unten steht natürlich auch schon einer mit dem Nitro-Handy. Ready, das kommt auch gut hier an. Und sehr schön. Die Action kam da perfekt an. Auch wenn der Boden da schon offen war, das hat man eigentlich gesehen. Aber da hat man mit Sicherheit nicht mit diesem Nitro-Handy gerechnet. Das war wunderschön. Wunderschön hier. Wie es natürlich weitergeht. Dann beruhigen sich erstmal alle wieder so ein bisschen. Haben jetzt natürlich Angst, dass da von unten wieder was hochkommt. Ja, auch schöne Sneaky Cam da. Ich glaube, die hat man nicht auf dem Schirm, dass sie da in der Ecke sitzt. Gut versteckt. Nächster Kill geht hier auch direkt weiter. Da unten Stress machen. Die Calls kommen halt. Die sind on point. Die Calls sind safe on point hier. Da gehen alle raus. Machen wir gleich eine Fallout Round hier draus. Direkt die erste Runde. Ja, machen wir. Gut, erstmal, was hat man jetzt hier in der ersten Runde gesehen? Es ist ein Protex, der von einem Wupchox redet, der sich auf die Gegner vorbereitet hat. Ohne im Hinterkopf zu haben, dass Austrian Force sich genau das natürlich nicht entgehen lassen hat. Auch wahrscheinlich hier sehr schöne Vorarbeit gemacht hat. Wir haben gesehen, man hat den Aufbau in- und auswendig von Wupchox gekannt. Man hat hier sehr schön von oben natürlich das Ganze, also wirklich auch mit C4s etc. Man hat das Ganze wirklich sehr schön aufgebaut. Man kam nicht mal an, also nicht mal in das gleiche Flow vom Objective ran. Also Austrian Force zeigt diese erste Runde nicht nur mit einer Dominanz, sondern als würde man die Gegner halt aufgezogen haben. Deswegen geht jetzt die zweite Runde in Richtung Bar Cocktail. Wir sind natürlich weiterhin gespannt, aber Bar Cocktail natürlich auf der anderen Seite auch das Objective eigentlich, das so die meisten Teams als das Top-Objective auf Kaffee Dostojewski ansehen. Ist natürlich auch verständlich, ist auch ein sehr, sehr gutes Objective, of course. Weil du halt natürlich sehr, sehr viele Strongholds hier, der Defender anspielst, sei es ein Pixel, wo du wirklich eigentlich einigermaßen gut halten kannst, sei es ein White, der sehr eklig ist, zum Anspielen ist. Die Hatches sind nie wirklich, ja, safe zum Droppen. Also nochmal, sehr interessant wird es, dann sehen wir einen interessanten... Weißt du noch, was du am Anfang des Tages gesagt hast, Glubschi? Mit den interessanten Strats, sagst du? Ja, mit den Schildern mal anders geplaced. Guck mal schön in die Toilets hinein. I mean, da hat man ein Schild jetzt einfach mal komplett in Richtung, Bulletproof Wall gesetzt. So ein bisschen, halt, dass der Halbkreis dort, wo man eigentlich meistens hinten steht, so, gegen Dings selber zeigt. Gegen diesen Bar. Es sieht echt interessant aus. Man hat zwar jetzt gerade vorerst mal keinen Spieler dahinter. Auf der anderen Seite jetzt auch diesen einen Bullet Hole und, schön auf der anderen Seite sieht man jetzt auch einen ersten Spieler an diesem Double Winner unten bei Bar, wo man natürlich auch gerne gleich mal ein bisschen reinpreschern will. Aber das Ding ist, Major jetzt hier erstmal mit der Drohne drin. Wird jetzt hier auch erst die Vision natürlich rausholen, hier somit so viel wie möglich Informationen natürlich für sein eigenes Team. Get out on, this is Gravity mit dem Opening Frame, der Reaxes hier erstmal rausnehmen kann. Und der kann natürlich hier diese erste Antwort finden. Uiuiuiui, Gravity bekommt hier ein Pre-Fire durchgeholt. Das ist die Knowledge, die man jetzt auf Seiten Austrian Force hat. Irgendwo hat man jetzt hier wirklich
saustarke Info-Catching. Was hat man hier alles für Camps? Was hat man denn hier alles für Infos? Man hat Barbed Wire, glaube ich, dort unten mit deinem Ding, also bei diesem Chimney. Es kann natürlich sein, dass man das hier wirklich sehr stark auf Sound spielt. Auf der anderen Seite, sehr, sehr wichtig. Und so ein Wupptalk spielt man das hier auf, mit halt Infomöglichkeiten. Hier zum Beispiel auch ein Ace, der natürlich mit seinen absolut vielen Camps diese Flankwatches halten, setzen kann. Er kann kleine Peaks oder Schnellballen, eine Glance hier in Richtung Objective, in Richtung Aufstellung der Operator, natürlich der Defender ansehen. Währenddessen finden wir jetzt auch einen weiteren Incher, nachdem natürlich die zwei Opening Frags hier gegen Austrian Force gekommen sind, hat man jetzt hier tatsächlich auch kurz Flipsy draußen, aber oh, Snacks, er wartet den Drop, er baitet ihn raus und das ist natürlich sehr schön, kannst du mir das Ganze innerhalb von wenigen Sekunden in einen Ausgleich wieder reinholen. 3:3 geht es jetzt hier mit 1 Minute und 10 Sekunden in dieses mit AK Late Game raus und Snacks pickt sich auch noch gleich den dritten für sich selber raus. Reezy geht schlummern, Gravity mit dem Finally mit diesem Refrag, 2:2 Situation, letzte Minute, noch ein Drittel der Runde ist offen und wir haben hier jetzt schon ein absolutes High-Level-Gameplay zu sehen. F2, schöner Engel hier immer noch in Richtung Shop, aber der wird erstmal abgefangen, schön bisschen verwirrt hier mit dem ersten, aber da ist es Googie hinten mit der Umrotation. Meine Güte, man umläuft sich, man outplayt sich, beide Seiten so ein bisschen immer gleich. Das macht das Game so spannend. 1 gegen 1, Klaus Situation, Push kommt in den Corner, man erwartet ihn am Boden, aber Gaso mit der RG15 holt sich Googie raus und Wupptalk schnappt sich auch ihre erste Runde, so wie Wupptalks eine Runde davor. Ich meine, wie Austrian Force eine Runde davor. Schönes Ding! Ich glaube, das werden hier ganz, ganz knappe Runden und ganz, ganz spannende Runden auf jeden Fall. Ich bin ja schon einfach nur angespannt beim Zugucken. Also es ist ja, das ist ganz schlimm. Eieieiei. Und das, also, meine Damen, das ist die Royal fucking Stage. Ich bin so gehypt auf diese Season. Ach du Großheilige. Und vor allem, wir haben eins der Top-Matches immer noch vor uns. Austrian Force gegen Wii Sports Academy. Oh Gott, diese... Ich freue mich auch schon auf das. Ich glaube, das wird auch. Puh. Und das Geile ist, das ist das letzte Match, der bevor die Mid-Season Break ist. Weißt du, so ein bisschen das grandiosen Abschluss. Schakküsse. Ist die Kirsche auf der Sahnetorte. Natürlich hat das Protex genauso eingeplant, weil ich es liebe, dass die großen Matches so immer so, weißt du, diese Top-Matches, die müssen für mich immer so an den spannendsten Momenten sein. Darum ist es auch, wieso, dass man die Top-Matches bei der zweiten Hälfte nie ganz am Ende macht, weil ganz am Ende kann es eben auch sein, dass die Matches so, schon ein bisschen so ausgeglichen sind. Top-Matches nach der Round-Swap und nach der Season-Swap machst du meistens in den zweit- bis drittletzten Matches, weil dort ist noch am meisten offen. Das finde ich so mega, mega geil. So! Ja, Runde Nummer 2, Bar Cocktail. Man spielt es, ich meine, Reading Fireplace, man entscheidet sich nicht ein zweites Mal noch umzugehen. Was denkst du, wird jetzt hier in dieser Runde passieren? Das, also nach den ersten zwei Runden ist es wirklich, ich kann es dir nicht sagen, ganz ehrlich. Also beide super, super stark, das kann ja auch ganz, ganz böse nach hinten losgehen. Da ist so ein kleiner Moment, der alles entscheidet. Und ich denke mal, man muss nur hier die Lücke finden und dann einfach da reinballern. Ne, so viele wie möglich da mitnehmen, dass man da die größte Chance eigentlich hat. Ja, mal schauen, was sie jetzt da so vorhaben. Der hier schon mehr oder weniger drin. Zumindest ist die Ash hier schon am Start. Gravity hier, der macht hier schon ein bisschen Ärger, nimmt die Camps natürlich da raus und versucht jetzt hier eventuell zwischen den Spot hier zu kommen. Major hier mit dem Opening Frag da am Start und da ist er am Start, F2 hier noch rausgenommen. Da droppt hinten an den Säulen jemand, den kriegt er auch noch, what? Den hat er mitgekriegt, dass er da hinten runter gedroppt ist und ballert ihn natürlich da instant weg und jetzt ist eine 5 gegen 2 Situation, nach einer Minute schon. Das tut weh, das tut ganz schön ordentlich weh. Jetzt kommen ein paar Yellow Pinks. Man hat so ein bisschen Vision auf jeden Fall, wo da jemand unterwegs ist. Die Schüsse kommen leider nicht ganz an. Da konnte er sich noch schnell durch. Anscheinend an der Stelle, wie hier jetzt Gravity rausgenommen auf der anderen Seite. Hat ihn da jetzt gesehen. Und jetzt müssen sie natürlich ein bisschen Ruhe bewahren. Ne? Aber aufpassen, dass natürlich jetzt hier von oben keine Action kommt. Die könnten ein bisschen die Decke aufmachen. Ein wenig, einige Stellen haben sie auf jeden Fall, um da ein bisschen runter zu gucken. Der Zero natürlich auch dabei hier, um einfach Informationen zu sammeln. Wo stehen sie, wo verstecken sie sich? Vielleicht sieht man ja irgendwo was. Und aktuell nicht so aus, als wenn sie wüssten, wo die letzten zwei hier sind.
fletsche jetzt noch mal ein bisschen mit der Arbeit, der hier noch ein bisschen startet und ein bisschen was aufschlägt. Ohne ist auch unten unterwegs, versucht hier den ersten zu finden. Das Nitro-Handy, das tat auf jeden Fall ordentlich weh. Jetzt kommt hier eine Nate mit runter. Die droppt da auch runter, aber da steht leider keiner. Also da nochmal mit dem Frack an Cookie und Matt ist jetzt hier als letztes unterwegs. The Bad Brad. Ich merke schon, was du meinst. So ein bisschen komisch auszusprechen, aber ja, es funktioniert. Es braucht dazwischen sowas. Matt the Fellow, ja. Brad oder irgendwie sowas. Und er kommt jetzt hier so langsam hoch. Er will oben Stress machen. Vielleicht das auch von oben dagegen spielen. Oh mein Gott, der hat ihn da noch gekriegt. Die Schüsse gehen da schon runter auf den Default Sword. Aber wie hat er ihn denn hier wegbekommen? Ajo. Und da ist Gaso schon wieder hochgerotiert. Der war aber schnell wieder oben. Ist anscheinend, der hat direkt die Beine hoch, die Beine in die Hand genommen und ist da hochgerannt. Ja, was wir jetzt aber auch hier wieder sehen, das ist halt wie gesagt wieder aus Wooptrucks, die jetzt back-to-back zwei Runden holen. Austin Force kann jetzt hier erstmal in Richtung Kitchen gehen. Man hat es in der ersten Runde gesehen. Wooptrucks durfte nicht mal das Objective anriechen. Das war absolut streng verboten, das hat man ihnen aber auch deutlich gemacht. Jetzt ist die Frage, wie wird man das jetzt hier runterspielen? Wird man das jetzt hier nochmal ähnlich runterspielen? Man hat jetzt zum Beispiel noch keinen Witcher dabei, das könnte sich natürlich ändern. Witcher natürlich wichtig, meiner Meinung nach, du hast mit seinen Gadgets natürlich so ein bisschen dieses Verstecken natürlich im Kopf, auf der anderen Seite natürlich auch super Waffe auf der K1A, das Ding ist einfach flawless stark. Nevermind, es geht nicht in Richtung Kitchen, es geht nochmal in Richtung Bar. Ich sehe Wooptrucks gerade wieder ein bisschen in der Führung. Ich weiß nicht wieso, ich sehe nicht, dass Austin Force hier natürlich das Ding nicht holen könnte. Ich sehe jetzt einfach, ich rieche Wooptrucks. Und ich denke, sobald der Roundstop kommen wird, sobald man erwarten wird, dass Wooptrucks durchziehen wird in der Defense, wird Austin Force kommen. Es ist einfach so ein bisschen dieser Hintergedanke. Ich weiß nicht wieso. Trotzdem 13 Sekunden in der Prep-Phase. Interessante Frostmats hier gerade. Obvious, aber auch nicht obvious. Man kennt es, wenn sie mitten im Raum liegt und dann der Satz droppt. Wieso macht man da eine Frostmat hin? Nobody knows it, but it happens. Ja. Runde Nummer 4 jetzt hier, wie gesagt, drittletzte Runde vom Roundtop. Geht jetzt hier erstmal in Richtung Bar Cocktail. Du hast jetzt hier den Aufbau tatsächlich auch hinten. Erstmal ein bisschen über River Dogs. Auf der anderen Seite natürlich auch der Aufbau hinten, wie es aussieht. Bei Christmas Markt hier noch ein bisschen. 2 Minuten 40. Wir sind gespannt. Wir sind interessiert natürlich auf dem Ding. Wenn das in 2 Minuten 36 Aufbau, der führt sich jetzt hier langsam, aber sicher. Jetzt auch über diesen Balcony. Und das ist sehr interessant. Austin Force spielt also wirklich eine sehr, sehr aggressive Front hier vorne gegen Piano. Ich glaube, in der letzten Runde, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist Piano nicht mal so hart encountered geworden. Kann natürlich sein, dass ich mit hier Ära, wenn das ein Ui, Gravity. Das ist das Ding. Stimmt, das hat man letztes Mal bei Kaffee auch gemacht. Schneller Entry unten und somit wirklich sehr schnell auf so eine Art App-Control bekommen. Währenddessen hat er eine Claymore. Nee, hat er nicht. Und er findet auch die Gadgets nicht. Und jetzt gibt er somit so natürlich auch seine Positioning so ein bisschen auf. Und das könnte natürlich jetzt auch gefährlich sein, weil du hast unten immer noch einen Jäger. Oh, Snacks mit dem Opening holt sich gar so raus. 1 Minute 50, Opening Frag ist da. Es ist wie gesagt Sophia, die rausfällt. Rex ist mit dem Kick gegen Reezy. Oh, jetzt zerfällt doch die Attack hier von Wooptrucks ein wenig, obwohl du natürlich unten immer noch diesen Gravity Entry gemacht hast, was natürlich nicht schlecht war, findest du jetzt hier diesen Ansatz nicht mehr. Jetzt feine mit dem ersten Kill in Richtung Ausgleich. Hast jetzt hier tatsächlich erstmal Rexis raus. Natürlich Rexis im Großen und Ganzen ein sehr wichtiger Frag, der hätte dir tatsächlich gegen Ende der Runde noch sehr lästig werden können. Währenddessen kommt der Aufbau. Man sieht jetzt hier den Gunfight wahrscheinlich zwischen Googie und der Ash nicht. Aber trotzdem auf der anderen Seite natürlich auch der Push, der jetzt hier mit sehr viel Utility-Last natürlich in Richtung Pixel kommt. 1 Minute 10 Sekunden findest du mit weiter Mira Window. 1 Minute, es wird jetzt hier absolut nochmal interessant, weil es ist der letzte Drittel dieser mittlerweile vierten Runde. Aufbau unten und natürlich auch oben. Also, das klingt ja jetzt gerade so komisch, aber trotzdem. Ja, Mann, weißt du ja, Smoke immer noch. Close Angle mit dem Pumpgun würde ich nicht reinforcen. Währenddessen bist du so ein bisschen auf Seiten von Austin Force auf einem Stronghold. Besser gesagt, du bist auf einem Warten angekommen. Du musst jetzt hier irgendwie diese Late-Game-Situation, die by the way Glubschi für euch übernehmen wird, jetzt hier irgendwie rausbekommen.
Ja, also man ist hier 3 gegen 4, ist natürlich auch ein bisschen dann vorsichtig zu walten. Man will jetzt nicht so viele Operator dann hier noch wasten, wenn man noch den Diffuser irgendwie da vorne anbringen will. Aber es wird sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Die Leute stehen da ready. Das Mira-Fenster ist währenddessen auch schon sehr, sehr lange hier kaputt gegangen. Und jetzt haben sie schon so ein bisschen Vorteil auf jeden Fall. Stehen hier vorne, diffusen jetzt direkt hinter der Bombe. Es sind noch 12 Sekunden hier zu spielen und da fallen die ersten Leute um. Man versucht natürlich jetzt ein bisschen aggressiver da zu spielen und einer bleibt da einfach noch, Major, der bleibt da an der Bombe stehen und jetzt wird hier einer für einen getradet. Ja, und ja, da haben sie sich alle noch holen können. Nicht schlecht. War jetzt nicht ganz so knapp. Ne? War jetzt nicht ganz so knapp. Man hat ein bisschen viel getradet, aber ist okay, wenn man zum Schluss genug Operator noch übrig hat, genug Spieler, die man da so ein bisschen traden kann, ist es völlig okay. Ja, somit hat man natürlich jetzt auch den Ausgleich, Austrian Force und die Jungs hier vom Whooptrox natürlich jetzt hier wieder auf Punkte gleich. Somit geht es jetzt hier vor allem in der nächsten Runde natürlich darum, wer holt sich als erstes den Draw zum Roundswap. Wer kann sich hier, vorerst, wie gesagt, diesen Draw zum Roundswap safen und somit natürlich auch in der nächsten Runde dann auf einen positiven Roundswap gehen. Für Austrian Force wäre das sehr, sehr wichtig. Du bist es erst in der Defense, du bist eigentlich auf der stärkeren Seite und Whooptrox macht dir gerade sehr viel Stress. Also das ist jetzt gerade, ja. Der Stress wird jetzt noch, Stress wird mit Sicherheit jetzt noch schlimmer, weil der Checker dabei ist. Werden sich mit Sicherheit einige freuen. Ich habe gerade den Satz von Bongo gelesen. Ich feuer Whooptrox an, sobald sie sich auflösen. Oh Gott. Oh, how mean. Oh no. Nehmen wir mal Runde 5. Whooptrox jetzt hier, wie gesagt, in ihrer zweitletzten Attack. Bald geht's in den Roundswap. Bald könnten wir vielleicht ein paar schöne, ja, auch Whooptrox-Rats sehen. Nicht, dass die von Austrian Force bisher schlecht waren. Nee, die waren sogar sehr, sehr schön bisher. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt hier auf dieser Kitchen Strat? Wie wird man das Ganze anspielen? Let's have a look. Runde Nummer 5. Du hast aufgehört vorher, du machst weiter jetzt. Eieiei, du willst mich ein bisschen quälen, oder? Ja, immer doch. Du hast, ja, du hast mir zu wenig auf Coastline geredet, was willst du? Es ist halt auch nicht meine Map. Nee, nächstes Mal, wenn Coastline kommt, dann kannst du ganz alleine casten, mir scheißegal. Oh. Alles klar, machen wir so. Ich sehe auf jeden Fall hier erstmal ein paar Mute-Chammer oben. Da hat man erstmal so ein bisschen den Weg abgeschnitten, falls da nochmal jemand drohen will. Haben wir halt nur einen Spieler oben, oder? Hast du da noch jemand anderen gesehen? Ich glaube, es war nur einer. Jetzt wird da unten so ein bisschen rumgurken und da kommt der einfach an der Freezer-Wall hier vorbei. Da hat natürlich einer ein bisschen spät reagiert, hier Brad anscheinend. Da sofort den Spieler da wegzuholen, der da vorbei rennt. Hat es vielleicht auch erst spät gesehen. Der Breach da am Freezer geht natürlich dann schon mal durch, mehr oder weniger. Aber es ist ein bisschen schwierig, da natürlich gleich reinzukommen. Hier auf den Whitestairs steht auch der Vigil jetzt. Ich glaube, den hat man hier nicht direkt auf dem Schirm. Man piekt da jetzt hoch. Oh mein Gott, er hört einfach auf zu schießen. Er hat gedacht, er trifft einen Kopf oder so anscheinend an der Stelle. Sag mal deine Zeit. 54, 53, 52, ja. 51, 50. Das ist wieder unnormal, Digga. So, es ist so weit. Warum ist es denn die ganze Zeit so weit? Das hatten wir das letzte Mal nicht, das Problem. Ach, keine Ahnung. Tut mir leid für die Dings. Die Technik ist heute. Können wir in den Müll stecken. Ja, ja? Absolut. Ganz, ganz schlimm. Es hat am Anfang schon so wenn dessen fünfte Runde, 1 Minute 30, du hast noch die zweite Hälfte. Snacks holt ja auch Gravity raus. Somit bist du ja in der 5-3-Situation. Und overall. Austrian Force zeigt jetzt hier gerade wieder sehr starkes Performance. Man ist jetzt kurz davor, auch diesen Draw zum Rouse vorerst mal rauszunehmen. Flipsy, Major und Garson sind keine frack schlechten Spieler. Ganz im Gegenteil, die könnten hier noch immer noch was reißen. Aber man gibt hier in letzter Zeit. Also die letzten zwei Runden, die waren von einer zur anderen. Ja, schon ziemlich ein Unterschied, wie man ein bisschen nachgelassen hat auf Seiten Whooptrox. Nicht, dass man, wie gesagt, jetzt schlechter mitspielt. Es ist einfach, da fehlt was. Da fehlt dieses Feuer im Bauch. Dieses,
motivierte Mitspieler. Und oh, da fällt nochmal ein weiterer raus. Nex lässt ihm erstmal Blei fressen und Gazo ist erstmal auf der Zuschauerbank. Und so haben wir natürlich nur noch Flipsy und Major dabei. Und Major ganz close im Gunfight. Uiuiuiui, probiert es hier tatsächlich Nex rauszuholen. Schafft es auch. 2 gegen 4 Situation. Smoke kommt, aber ob die auch wirklich dort sein sollte, ist ja eine Frage, weil der Push, der ist natürlich most like auch gut down. Huch, schieß doch! Der war im Crosshair, meine Güte, wenn das ein Push von hinten und der Double Kill ist auch da. Es ist eine 1 gegen 2 Situation, es ist eine klare Situation. Flips, du musst aufpassen. Vor Freeze, ah, guck da mal die Stoffe. Nein! So knapp, schöner Versuch hier von Flipsy, aber zu guter Letzt hat es nicht gereicht. Googi ist der Name des Mörders und das heißt natürlich 3 zu 2. Austrian Force schnappt sich den Draw zum Round 2. Ja, die Runden werden auf jeden Fall knapper. Es ist so ein bisschen so, schon fast, würde ich sagen, so Coinflip. Ne? Ist so also. Es fallen 2 Kills auf einer Seite und dann versuchen die dann natürlich auch nochmal ein bisschen Druck zu machen, aber die kommen dann ganz, ganz langsam voran. Das ist so. Man geht dann wieder in so eine Sicherheitsposition, vielleicht nicht immer ganz so gut ist. Natürlich versucht man die Gunfights da zu suchen, aber die sind noch nicht so ganz überzeugend. Ne? Also auf meiner Seite, die Gunfights sind noch so ein bisschen, auch da gerade an den Whites, der ist nur so kurz geschossen, da war man sich einfach zu sicher, dass der da direkt schon umfällt. Sag doch einfach den Satz, da fehlt Würze. Fehlt einfach ein bisschen Pep. Hello Helix, yes, Aruni and Tachanka are available in our league since the normal Pro League stopped and of course the new season is coming in. Also our map pool will be updated as soon as I get the confirm of the new map pool, of course. So there could be that, it could be that the next play day also would be a change from a theme park to chalet, who knows, but yeah. Aruni is available, Tachanka is available. Right now we are a little bit in front. Yes, Helix, also in Division 1. In the whole Clash of Royals. Okay, back to you. Kannst wieder weitermachen, sorry. Ja, mich würde eigentlich auch mal interessieren, was du auch dann Chalet sagst, aber ich glaube, das klären wir einfach später. Nein, ich finde Chalet gut. Ich mag Chalet, kannst du gut Spawn peaken. Okay. Gazo! Bull, no! Wenn er das macht, dann zieh ich ihn aus dem TS raus und schreien an, was ein ekliger Hund der ist. Jetzt mal no joke, also ein Bullet Hole beim Rappellen, ne, das kannst du nicht machen. Das kannst du jetzt wirklich nicht machen. Wäre aber jetzt eine ganz frische Aktion gewesen. Ja, also, nee, das ist, währenddessen sind sie aber auch schon hier oben drinne. Das ist Respekt. Geht jetzt so ein bisschen hier in Piano und er macht es noch, er macht ihn. Er hat einfach nochmal 2 Sekunden da gewartet, bis da nochmal jemand vorbeiläuft. Ich würde mal sagen, da wurde Brad ziemlich mad. Ja, da kommen auch schon die Punkte. Ja, das gibt mit Sicherheit nochmal eine Rache. Das kann ganz gut sein. Toll, Peak, durch auch als Repeller, bitte, ja. Oh, Mann. Es wird immer schlimmer, ne? Wird sie weiterhin hier auch direkt mit einem Kill. Bei ihr. Kommt jetzt langsam hoch. Oh mein Gott, da steht direkt einer close. Er kriegt aber eine volle Packung hier. Und er geht somit auch raus. Und ja, zack, ist es hier ein 5 gegen 2. Ich glaube, ich hier nochmal ein letztes Nitro-Handy. Das heißt, die sind jetzt alle raus. Jetzt muss man natürlich schauen, wie man da noch was macht. Man steht unten eigentlich jetzt auf dem Spot. Aber da ist nicht mehr viel Luft. Da ist gar nicht mehr viel Luft. Und jetzt machen sie auch noch die Decke auf. Und suchen sich jetzt die einzelnen Ecken ab. Alles wird abgeaimt, da kann man auch einfach nicht rausrennen. Die müssen sich da unten natürlich jetzt irgendwie die Ecken teilen, so ein bisschen. Rennt er doch hier raus, kommt gut weit raus, da wird er kurz angeschossen. Da kommt mit Sicherheit auch gleich der Call, dass er da drüben unterwegs ist. Breach auch einfach hier an den Säulen gemacht, direkt Richtung Spot. Schauen, ob man da jemanden findet. Flipsy steht da auch einfach on Spot. Und wie ist denn jetzt Cookie da hochgekommen? Hat er die Lücke gefunden, haben sie einfach offen gelassen, er ist hochgelatscht. Hier kommt noch ein Yellow Ping, es kommt richtig, richtig viel Information hier rüber anscheinend noch, um da zu callen, wo da noch jemand unterwegs ist. Und oben sind auf jeden Fall noch Leute, einen kriegt der Gazo da rausgenommen. Und jetzt piekt er natürlich da runter, da steppt einer auf den Spot, den hat man da gesehen. Der Diffuser ist da dabei, den könnte man jetzt da unten ansetzen, das wird auch direkt gemacht. Oben ist natürlich auch noch hier
der Zero am Start. Der aimt jetzt ein bisschen ab, dass natürlich da die Stelle nicht direkt geschottet wird, aber er kriegt ihn. Holy moly. Jetzt geht's aber los. Jetzt tickt die Zeit runter, jetzt ein bisschen Zeitdruck am Start. Man hat den Diffuser gefunden. Da hinten sieht man einen in der Ecke stehen. War der in der Cam? Warum war der denn noch in der Cam? Das hat gerade so ausgesehen, als wenn er sein Handy draußen gehabt hätte. Ein Smoke kommt da noch. Er kriegt noch einen Call, dass er hinten, ganz hinten an der Säule noch jemand steht. Aber Gravity, da kann er sich nicht durchsetzen. Das Ding, der macht ihn zum Schluss weg. Da kannst du jetzt eine sehr richtig schöne Metapher nehmen. Du hast dem Austrian Force, dem Vogel auf dem Profilbild, hast du die Luft weggenommen und er stürzt ab. Somit kann Wupptrox der Fuchs ihn besser auffangen. Aber sobald die Lücke kam, fliegt der Vogel hoch und zerschießt erstmal ein paar Füchse. Gut, gehen wir jetzt wieder zurück ins normale Spiel ohne Metaphern. Meine Damen und Herren, 3-3 Round-Swap, es ist ein absolutes Kopf-an-Kopf, Benny Hill Chase Run, wie man das auch immer nennen will. Und somit gehst du natürlich in der ersten Runde nach dem Round-Swap erstmal in Richtung Reading Fireplace. Und es ist Wupptrox. Wupptrox hat beim letzten Mal Dings angespielt. Auf Clubhouse haben sie dazumals Bar Cocktail angespielt. Jetzt erwarte ich von ihnen eine Mining Defense, to be honest. Also wenn da jetzt keine Mining Defense ist, dann muss ich mit Snooze und Wörtchen reden. Dann muss ich ganz ehrlich erstmal ein paar Komplimente erstmal zurücknehmen, weil dann bin ich echt enttäuscht. Spaß, alles gut. So, Reading Mining, Wupptrox in der Defense. Mal gucken, was hier Snooze uns gezaubert hat heute. Meine lieben Damen und Herren. Ich bin absolut gehypt und wie gesagt, wenn ich jetzt enttäuscht werde, dann werde ich Mad Brad. Holy shit. Okay, ich glaube langsam wird's genug mit den Wortjokes, oder? Gerade richtig gut. Ach so, okay, perfekt. Also gerade ballerst du hier aber ordentlich was raus. Die kann man sich auf jeden Fall schon mal anhören. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich dachte wieder, ich sollte mich in meine Ecke schämen gehen, aber... Ganz ehrlich, du spielst oben mit einer kompletten Schildfront in Richtung Piano, hast du mit so eine richtige Wall, wo du natürlich halt so ein bisschen diesen Peak-Advantage hast. Ich meine, keiner pusht gerne ein Schild, ohne dass das Schild weg ist, ne, man kennt's. Aber Austrian Force auf der anderen Seite macht das auch nicht schlecht. Die gehen jetzt hier erstmal in die Windows und spielen die Schilder von hinten an. Das ist natürlich ganz, ganz mies. Auf der anderen Seite, Jana Plus wird erstmal nach vorne geworfen, obwohl man jetzt hier gar nicht groß über die Piano selber anspielt. Es ist eine interessante Sache. Der Aufbau connectet noch nicht so 100% so mit der Defense zusammen. Da fehlt noch ein bisschen dieses Zusammen, dieses Connecten einer Strat, dieses, darum hat man dies gemacht oder darum hat man das gemacht. Irgendwie sowas. Gut, 2 Minuten, 10 Sekunden. Man wartet jetzt hier natürlich auf den ersten Spieler. Jetzt auf der anderen Seite wird jetzt tatsächlich auch mal Ash mit dem ersten Push in Richtung Shop. Und das ist die Frage, kann man auf Seiten Rexis einen Silent Entry machen? Kann man vielleicht unbemerkt sich halt durch die eine oder andere Lücke durchgehen? Weil wirklich die Vision, die hat man jetzt hier noch nicht 100%. Man will jetzt zwar in Richtung Pixel pushen, das wäre, to be honest, sehr gefährlich, weil man halt hier einen Gravity hat. Und Gravity müsste jetzt auch langsam aufpassen, dass da nichts hinten beim Window kommt, bei den White Windows. Never mind, Snooze! Ich meine, Austrian Force baut über die Stairs auf. Heißt, es geht in Richtung Mining. Und da geht auch der Opening Flag. Das heißt, da sollte der Startschuss gekommen sein auf Seiten von bei Wupptrox. Yo, Aufbau Red Stairs umbauen. Jetzt, was hat man jetzt hier für diesen Aufbau hinten geplant? Das erste hat nicht so gut geklappt. Prefire, die verlanden und es ist Matt Bradman gegen Reezy. Ja, das sind 1 Minute 22 Sekunden immer noch zu spielen. 3-5 Situation. Wer liegt, gewinnt, ist das Motto. Klappt nicht immer so gut. Oh, Double GT4. Jetzt kommt's, jetzt kriegt's. Sehr schön, Gravity Gaso, die bekommen die ersten. Es ist immer noch Matt Brad am Boden, never mind. F2 mit gegen Gravity, 2-4 Situation, Snacks und F2 gegen Flipsy und Gaso. Was kann man jetzt hier machen? Flipsy selber, zwar mit der NK12 Storm, eine absolute Zauberwaffe. Ui, jetzt aufpassen, da hat er nichts durch die Wand, kommt immer weiter. Man kann das Ganze in eine 3-2 Situation reinenden oder reinsetzen. Oh no, Snacks mit der SMG12 holt sich den Klatsch und mein Stream beginnt natürlich jetzt genau zu hängen. Perfekt. Bei mir hat es auch gerade aufgehört. Oh. Hey, wenn du neu startest, geht's wieder. Achso. Ich hab schon. Mein Herz ist schon wieder stehen geblieben. Also. Kann nichts mehr verkraften heute. Ja. I can't speak out your name. Probably, if it's gonna be official that Charlie is coming to the
to the Rainbow Six Siege comp scene. Immediately, in one play day afterwards, we will, of course, also change the map pool. That means, of course, that we are a little bit before of the Pro League, before of the EUL, to even change that those things. And that's the same thing like Arun, why we play with Aruni and Tashanka, because we want to be a little bit before the other ones, to that you can kind of train those operators also for maybe a national league. I mean, we are having some very big teams here right now, and then it would be a pretty good opportunity for them. By the way, auf der anderen Seite ist eine Warp Drugs Defense, und auf der Warp Drugs Defense erwartest du was Spezielles, und ich habe schon was gesehen, nämlich eine fucking Defense unten mit Reading bei einer Bar Cocktail Defense. Oha. Alright. Dann müssen wir nochmal runtergehen und gucken, was da so am Start ist. Ja, ich glaube, der Observer hat selber noch nicht mit überbekommen. Was hast du alles jetzt hier für Utility unten geplaced? Vor allem, ich hab den Goyo auf jeden Fall unten gesehen. Wir sehen gerade bei Wupchox, ist Goyo so eine Standardmeter. Was machst du jetzt, wenn nachdem das Goyo seine Schilder wegbekommt? Das ist ganz schwierig, ne? Das ist. Ich glaube, das tut auch nicht gut. Also den Goyo da so komplett umzubauen. Vielleicht so ein bisschen die falsche Aktion, ne? So. Aber naja, sollen sie machen, wenn sie glücklich sind damit, dass der Goyo seine ganzen Schilde verliert. Wie aus. Mach halt, was er will. Ja, es macht absolut eigentlich keinen Sinn, weil es ist ja ein ganz anderer Operator dann, ne? Also. Jein, es. What? Schöner Headshot! Nee, nochmal zurückzukommen. Goyo ist eigentlich ins Game gekommen als ein, nicht nur für die Schilde, eigentlich vor allem sein Volcano-Schild. Dass die Panels einfach so sind, das war eigentlich schon seit Anfang weg die Planung gewesen. Man hat es aber dann trotzdem nicht gemacht. Am Anfang konnte man, by the way, die Dinger auch werfen. Bei der, nicht auf den Test, aber das haben sie einfach mal selber gesagt. Jedenfalls haben wir das dann auf dem Schild gepackt, etc. Und ich denke jetzt hier, dass man gemerkt hat, dass das Yoke mit Schild ist, ist sehr stark. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sie immer noch an Schilde ran attachen kann. Oder wäre es sehr stark, wenn man die Dinger halt einfach mitnehmen könnte und dann immer noch an Schilde ran attachen kann. Als Kombination so. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Und ja, der selber vielleicht ein Schild oder so hätte. Ich denke, das wird jetzt sicher nochmal reworked, weil ich denke, nach diesem Rework wird er nicht so stark sein. Ich denke, diese Dinger alleine, man braucht ja Goyo eigentlich schon wegen den Schilden, klar, aber trotzdem, er ist als Slowdown-Operator eigentlich ins Game reingekommen. Da hat ein bisschen Ubisoft, ich glaube, den Konzept verpasst, aber Gas mit der TTSG! Matt Brett, ja, au revoir, Mr. Left. By the way, das ist mal deine Runde wieder. So, das ist meine Runde. Ja, 50 Sekunden, das nach Hause. Da muss ich aber jetzt Vollgas geben hier. 3 gegen 3 Situation. Man macht jetzt den Kampf hier oben so ein bisschen gegen die Mira. Gravity kriegt man da raus, die Mira somit weg. Man kann jetzt da vorne diffusen, aber da sitzt einfach sneaky noch jemand hinter der Bar. Hinter der ersten Bar da an der Bombe. Oh mein Gott, Major. Er hat sich da sneaky versteckt. Und es ist eine 1 gegen 1 Situation. 20 Sekunden und da kommt noch ein Anruf. Wo kommt der denn jetzt her? Von der Telekom. Er setzt sich rüber in Piano, will jetzt wieder zurückrotieren. Er ist sich nicht so sicher, die Zeit tickt ein bisschen runter. Man sollte sich jetzt da entscheiden, Kill. Will er ihn killen? Er will ihn killen eigentlich. Jetzt setzt er den Diffuser an, da kam der Call. Er sieht ihn nicht. Er sieht ihn nicht. Er sieht ihn nicht. Der Diffuser ist durch. Oh, Major, bezahl doch die Telekom beim nächsten Mal, dann wird's nicht so spannend, meine Güte. Eieieiei. Jesus Christ. Das war knapp. Das hätte hier gerade nochmal so richtig bitter rauskommen können. Gut, auf der anderen Seite geht es in die 9. Runde. Es ist 4 zu 4. Wir haben ein verdammtes Katzenmaus-Spiel. Einer gewinnt, der andere gewinnt. Einer gewinnt, der andere gewinnt. Da gewinnt man einer zweimal und dann ist es einfach das gleiche einfach auf der anderen Seite. Der gewinnt, der andere gewinnt. Der gewinnt, der. Es ist gerade, man will sich keinen Freiraum geben. Man will sich keinen Ausschnaufplatz geben. So eine Runde, wo man sagt, oh, ich bin jetzt vorne. Ich kann jetzt mal eine Runde verlieren. Da bin ich immer noch vorne. Geil. Das gibt's nicht. Da heißt es, wenn du gewinnst, schön, dann bist du halt vorne. Wenn du, aber nächste Runde gewinnst du nicht. Egal was. No matter what.
Sehr schön. Meine lieben Damen und Herren, Kitchen Service. 19. Runde. Wer auch immer gewinnt, geht eine Runde vor Map Point hinein. Ich ganz ehrlich, ich kann nicht sagen, wer das Ganze gewinnt. Ich hab keine Prediction mehr im Kopf. Also ich stelle mich schon mental darauf ein, dass wir vielleicht sogar auf der ersten Map in eine Verlängerung reingehen. Vielleicht? Bist du dumm? Denkst du safe 100%? Okay, nicht 100%, okay? Ich bin kein Gambling-Man, aber trotzdem pretty safe, of course. Also mental stelle ich mich schon mal drauf ein. Mal gucken, ob es passiert. Das klingt aber nicht so motiviert. Es kann sehr gut sein. Sagen wir mal, ich hau hier einfach mal 60% oder 70% sogar schon raus. Also es ist sehr wahrscheinlich, ne? Weil es ist so ein bisschen, wie ich so gern sag, so ein Tischtennis spielen, dann spielt er hin und her. Ich war nie gut im Tischtennis. Kann nicht gut sein. Deine Cam ist gerade, ich meine, dein Mic ist gerade ein bisschen am Hängen. Was? Ja, du bist gerade Roboto himself. So gut. So, ich habe ein bisschen den Faden verloren, wer wann wo gesprochen hat. Wer ist jetzt gerade so ein bisschen, wenn wir jetzt normal nach Reihenfolge gehen? Mach du mal, wenn ich Roboter mach. Ach so, nee, Roboter weg. Ja, dann ist ja gut, aber trotzdem bist du dran, okay. Weil ich hatte nämlich Runde 8. Ach, sehr schön. Ja, dann gehen wir natürlich Runde 9, mache ich dann wieder. Flipsy mit dem ersten Engel. Oh. War das ein One-Tap von schon am Anfang? Achso, Flipsy hat schon ein bisschen den One-Tap zerstört. Er hat einfach noch weitergeschossen, wo er tot ist. Gas auf der anderen Seite bekommt auch Matt Brett nochmal raus, weil das glaubt der Push und... Oh, fein, den ersten Ausgleich, das Treffer aus dem Force-Fitted-Tier, also wieder den Ausgleich, aber Major sagt hier und nicht weiter und holt sich das Ganze wieder in der 4-2-Situation. Jetzt ist der Whoop-Troxy wieder ein bisschen in der Führung. Wenn das dann auch Snacks hier wieder weiter mit der SMG-12 und oh Gott, das hat ja ausgesehen, als würde ich mit der Waffe schießen. Manometer. Wenn das eine andere Seite, Long Angle, ja, wieder da, Mossy mit dem Schuss hier nach vorne und Snacks droppt erstmal einfach bei Freezer. Interessanten Movement-Wege hier gerade und oh, Snacks holt sich Major raus und es ist eine 2-2-Situation. Whooptrox verliert gerade diese Situation aus dem Hand und währenddessen kommt der Call, der, du weißt, da einer auf den, diesen Red Stairs ist, du musst natürlich auf der anderen Seite auch in Richtung Diffuser kommen und ja, call me baby one more time, das ist das Motto. Währenddessen geht's auf der anderen Seite, aufpassen hinter dir, hui! Oh, da wurde es aber sehr, sehr close. Das ist natürlich auch ein Engel, jetzt hier wieder Richtung Red Stairs gehalten wird. Ist es Snacks, der jetzt hier, Googie, der jetzt ja tatsächlich auch nochmal rausfällt. Der Plant geht ja auch down. Wir müssen auf der rechten Seite aufpassen. Der Shot ist aber da, 1 gegen 1 Situation. Es liegt hier noch an Snacks und natürlich an Flipsy, aber Snacks geht fast zu Boden wegen diesen verdammten Batteries. Aber man hat auf beiden Seiten sich nicht auf dem Schirm. Und jetzt ist es Snacks mit einem Klatsch und oh mein Gott, Austin Foss, nein! Es ist einfach der Dokaibi-Gott, Digga. Yes. Eieieiei. Diesmal hat er die Runde gemacht. Wir sitzen an dem Freitagabend nach Arbeiten 6 Stunden. Nee, doch 6 Stunden am fucking Kasten. Und wir haben immer noch mindestens. Ja, haben immer noch eine Map vor uns. Ach du große Heilige. Ich weiß auch nicht, wie ich das weiter kommentieren soll. Wir haben Pause. Wir haben beide Pause. Ich habe es gar nicht gemerkt, dass wir Pause haben. Holy shit, ich habe gewartet, bis die Runde weitergeht. Also, übelste Sorte. Das Game nimmt mich gerade sowas von durch. Ja, das ist... Und ich habe echt Hunger. Ich sitze da und bin so angespannt. Das ist. Puh. Ich habe aber echt Hunger, to be honest. Mal eines reinwerfen. Hab nichts, müssen wir ein Brot streichen und ich wette, wenn ich ein Brot streichen würde, dann würde ich die Rundenstab wieder verpassen. Läuft's weg und der Stream hängt's wieder auf. Du kennst den Stream, er kann nicht ohne mich. Hey, es tut mir echt leid, dass wir gerade nicht über das Matchup reden. Wir müssen uns erstmal erholen, Digga. Das ist
Das Match, das ist gerade so intens, das sieht ja auch meine Haare, Digga. Ich sitze zwischendurch so am Stream und achte jetzt wirklich, es ist ein grandioses Match. Ich glaube, ich werde mir das Match heute nochmal zum Einschlummern nachgucken, bei einem ja, das Wort nochmal angucken, weil. I don't know. Auf der anderen Seite, in der Pause, ich brauche eine 10 Minuten Pause nachher. Ich schreib's auch schon mal am Sub-Observer, ich brauche eine 10 Minuten Pause, ich hab Hunger. Nachher, zwischen den Maps, das ist normal. So. Ja, auch schon echt spät, ne? Also, wir sind ja eine Zeit lang. Wird schon ready geschrieben. Alright. Dann geht's weiter. Das heißt natürlich, wir sind jetzt hier wieder back in game und ihr seht leider dieses hübsche Geschicht und das dort unten. Erst später wieder. Schöne Achseln. Danke! Ich guck's das Kompliment an. Weil ich nicht viele Komplimente bekomme, aber das lassen wir mal. So! Nächste Runde, nächstes Glück. Wer geht als erstes in den Matchpoint hinein? Wird Austrian Force diese Pause genutzt haben, eingeschnauft haben, ausgeschnauft haben, die innere Ruhe gefunden haben und somit Wooptrox eventuell in dieser Map jetzt das erste Mal mit zwei Runden zu führen und somit natürlich auch das Ganze in einen, in einen Matchpoint verlagern oder holt sich Wooptrox die fünfte Runde und es geht weiter im Kopf, Kopf an Kopf rennen. Was denkst du, Lupschi? Ich will das Kopf an Kopf rennen sehen. Es muss weiter Action sein, ne? Ich glaube, die Leute sind auch komplett am Reinzittern. Also, das ist wirklich immer sehr, sehr knapp und wirklich energiegeladen. Also, ich glaube, da fehlt wirklich nicht viel und, oh, wir haben Monty dabei. Will man hier vielleicht jetzt ein bisschen Druck direkt auf den Spot machen? Der Monty kann da gut reinsteppen eigentlich. Der Bagree, der sitzt erst begeine rum. Der Matt Pratt, der kann mit dem Monty natürlich da erstmal ein bisschen vorsteppen. Gucken, wer dann natürlich da als erstes ihm so ein bisschen entgegenkommt. Warten wir mal kurz ab, was jetzt hier so gleich passiert. Den Tisch vorne ready. Man macht jetzt auch hier einfach mal einen Breach. Erstes Nidro-Handy kommt hier vorgeflogen. Es explodiert dann auch sehr, sehr verzögert mit einem kleinen Push. Und hier sehr, sehr aggressiv. Opening Frag geht hier erstmal. Hallo, bist du noch da? Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Was ist denn jetzt hier schon wieder los, ey? Das Internet macht mich schon wieder verrückt und der Diffuser geht schon durch. Was passiert denn hier? Bild ist noch da, Ton war kurz weg, sorry an der Stelle. Aber der Diffuser ist durch, der Monty hat sich da einfach hinter die Bombe gestellt. F2, der fällt da noch um. Jetzt versucht man natürlich aggressiv dagegen zu handeln. Gaskanister kommt, oben ist der Witcher noch. Gravity, der hat F2 da schon mal weggenommen. Aber der Monty, der macht natürlich da jetzt erstmal fett Probleme, den da irgendwie wegzubekommen. Der Rest steht da ziemlich safe noch. Auch da hinten einfach kopfüber da. Aber der kriegt ihn da weg. Gravity. Nach dem Refrag ist er jetzt aber auch raus. Und jetzt 2 gegen 1 hier. Major muss natürlich da jetzt irgendwie Stress machen. Kriegt da ein paar Shots direkt von dem Monty. Oder besser gesagt, ein Shot mit der Pistole. Einfach so aus dem Hüftfeuer. Und er macht ihn fertig. Er finisht ihn hier. Bad Brad. Chat, kann mir kurz was sagen, was wegen welche Regeln verstoßen wird? Ich hab's nicht mit überbekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade, ich hab's echt nicht mitbekommen, es tut mir echt leid. Da muss mir kurz jemanden den Faden teilen. Was ist passiert? Wer hat was gemacht? Was, einen Tag zu spät Spieler eintragen? Es ist nichts passiert. Hä? Und wieso sollte ich jetzt Strafpunkte verteilen? Lupschi, du hast einen Strafpunkt. Was? Du magst kein Coastline. Aber berechtigt. Safe. Das ist mir nur mal. Hä, Digga, ich versteh's gar nicht, Digga. Ach, lass sie labern, lass sie wieder labern. Das kannst du ja wieder nicht. Labern sollte nur der Caster. die wollen dich wieder ablenken, einfach. Ich merk's.
Die wollen dich einfach wieder nur nerven und ablenken. Du willst hier eigentlich so ein richtig geiles Match hier sehen, ne? Wir wollen alle eigentlich ein geiles Match, oder? Was ist da wollen, Digga? Das ist ein geiles Match. Ich verstehe nicht, was mit dir los ist. Also, zwischendurch verwirrst du mich echt. Kann einfach nicht mehr. Weißt du, bei mir zittert auch gerade alles, obwohl ich nicht mitspiele. Oh oh. Ich will mal zum Arzt gehen. Ich bin unterzuckert vielleicht auch. Ich hab endlich Bock auf was Süßes. Aber ich hab meine Gummibärchen. Hier wird schon geschrieben, Hashtag sack zu. Was sagst du dazu? Oh, absolut, das ist dieser Matchpoint. Leute, hab ich gar nicht mehr überbekommen. Ja, jetzt geht Vollgas hier, ne? 2 Minuten 50 Sekunden, Boys, Hashtag Comic oder Hashtag sagt zu. Danke für die Vorlage. Wurftrox bekommt den Opening Frag gegengedrückt. Eieieiei. Ach, komm schon. Junge. Matchpoint und Spawn pieken. Haben dir deine Eltern keine Manieren beigebracht? Meine Güte. Mach so. Ach, sowas machst du nicht. Vor allem erst rechtlich, wenn du hinterher bist. Wäre das ein Spiel, das hier auf Seiten von Wurftrox wieder diese zwei-floor-seitige Defense an, was natürlich eine gute Sache ist. Und oh, Gravity erstmal aggressiv gegen dieses White Window. Und auf der anderen Seite die Granate kommt und verleiht hier Major erstmal Bombenstimmung. Zweite Granate kommt auch nochmal rein. Will hier erstmal die Spieler ein bisschen außer Ordnung bringen. Und da droppt er es auch. What the? Der Drop ist da, der Kill ist da. Reezy holt sich Major raus, Gasol holt sich Madbread raus. Jetzt haben wir mittlerweile nochmal 2 Minuten zu spielen. Es liegt hier also, wie gesagt, nur noch ein Flipsy, Gravity und natürlich Gasol. Aber Gasol wird jetzt aber nochmal rausgeholt. Wir haben das Ganze in der 2-4-Situation. Es liegt immer noch ein Flipsy und ein Gasol auf dem wunderschönen Goya. Natürlich auch auf dem Jäger. Mittlerweile auch Outerplay-Situation. 14 Sekunden. Jetzt kommt der Push. Und das ist Rex mit dem Push. Googie wird gegen Flipsy. Es ist Gasol in dem 1 gegen 4. Kann er den Kill aber rausholen? Nein, kann er nicht. Stacks wird gegen Gasol. Los für Force. Holt sich Map Numero Uno! Uff. Was eine erste Map. Jetzt dürft ihr natürlich wieder mein Gesicht sehen. Ich weiß, ihr seid die Glücklichsten. Fühlt ihr euch zwischendurch nicht einmal glücklich, wenn ihr dieses Gesicht sehen könnt? Ist natürlich auch da, ne? Spaß. Alter, was ein Game, was eine Runde. Aber hallo. Also da hat echt gerade Bock gemacht, diese erste Map. Und die zweite Map wird jetzt hier erstmal Oregon sein. Map Pickup Set von Austrian Force. Ich hoffe, der Observer hat gelesen. Wir machen 36 weiter. Ich bin dem Observer sowas von glücklich. Das heißt, bei uns geht es 39 weiter. Leute, ich brauche eine Nam-Nam-Pause. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Holt euch nochmal kurz Essen, Trinken, geht aufs Klo. Macht nochmal auf Twitter ein bisschen bekannt, dass das die letzte Map vom heutigen Tage ist. In einem gigantischen Match. Hab gesagt, hol dir was zu trinken, nicht trink jetzt was. Fleisch leer. Frechheit echt, also wirklich die heutige Jugend. Wir sehen uns gleich wieder hier zur zweiten Map. Ungefähr in 10 Minuten, bis gleich. Ciao, ciao.
So, Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch noch mal erinnern mögt. Knapp 2 Wochen habe ich mal gesagt, dass ich habe es jetzt auch gerade glubschig gesagt, dass meine Mitbewohner richtige Hurensöhne sind. Die frieren mein Essen ein. Zur Demonstration, das da kommt hier nicht raus. Das ist eingefroren. Das ist pickelhart. Ich wollte was essen. Ja, da haben wir natürlich jetzt ein ganz großes Problem. Jetzt hier jemand sitzen, der verdammt Hunger hat. Kann nichts essen. Nö, ich habe mir einfach Iraner das geklaut, wo sie jedes Wochenende kaufen. Das ist jetzt meine. Ja, das ist natürlich praktisch. Nee, Digga, das ist... Ich verstehe das nicht. Wieso macht man das? Ja, nee, warte mal. Währenddessen haben wir natürlich jetzt dann gleich Oregon. Das ist unser letzter Match vom heutigen Abend. Was sind so deine Predictions, mein Lieber? Also nach der ersten Map jetzt will eigentlich nichts sagen, weil auf Oregon kann eigentlich genauso viel passieren. Wir haben gerade eine ganze Ananas reingeschoben. Einfach so. Ja, gut, okay. Kann man erstmal so stehen lassen. Okay. Oh Mann. Jetzt stirbt er auch noch weg. Die anderen, das ist Saft nicht, Digga. Mir läuft Saft aus der Fresse, wenn ich lache. Hä, hey, Digga, die sind immer so groß. Guck. Ja, läuft der Saft aus dem Mund, ne? Digga, da klebt doch alles. Warte, Digga, ey, was für? Ach, Digga, der Chat. Glaub ich gar nicht. Wegen klebrig. Kannst du waschen? Okay, ist wirklich klebrig. Verdammt. Schön Tastatur und Maus dann auch abwaschen, ne? Ach nö, das sieht schon aus wie ein Schimmelpilz. Also, oh, das geht ja schon los! Oh, what the hell? Oh, wie shit! Warum sind die denn so flott auf einmal? Puh, ich schwitze. Ich bin heiß, darum schwitze ich. Leute, es ist spät. Ich mach wieder Trash Talk. Bitte mach einfach die. Oh nee, wir müssen ja essen. Die Ananas. Protex macht die Ananas. 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 Ja, was sagst du denn? Was sagst du zu Oregon? Oregon. Frag schnell was, bevor die Bands hier durch sind. Ziemlich default. Es wird ein Breach Supporter Fetcher. Es wird ein Kaid. Zweiter Hard Breach. Zweiter Bann wird einen. Vielleicht ein Jackal sein. Vielleicht eine Nomad sein. Und dann, wie gesagt, mit Kaid auch noch eine Mirror. Alright, währenddessen machen wir jetzt hier erst nochmal kurz 5, also 7. Und natürlich jetzt hier finished. Und ja, währenddessen gehen wir natürlich jetzt hier wieder weiter auf die 2 der Map. Es ist Oregon, die jetzt hier ausgespielt werden. Fetcher war ich richtig, alright, bin ich immer überall richtig, aber das ist, weil kein Mensch perfekt ist, of course. Ja, währenddessen haben wir natürlich hier Wooptrox mit dem Opening Bun. Wie gesagt, Fetcher draußen, Ace draußen, das sind normale Buns. Wir haben natürlich auf der anderen Seite. Es ist. Oregon wird eigentlich auch. Es ist. Ich finde es so eine langweilige Map, to be honest. Du kannst sie spannend ausspielen, aber 99% von jeder Oregon-Map ist einfach genau gleich. Und zwar wirklich von A bis Z. Außer, dass halt die Dominanz eines Teams vielleicht ein bisschen anders ist, eingeteilt, etc.
Oder sehe ich das falsch? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Es ist schon sehr, sehr gleich immer, größtenteils. Es gibt nur ganz, ganz kleine Variationen. Frauen. Vollen Bilder, lass du mich bitte in was irgendwas auf mir mich selber stolz sein, Jesus Christ Deutsch. Meine Güte, nicht mal das lassen sie mir. So. Ja. Runde Nummer 1. Wir machen es so wie immer. Die gehört dir. Ja, ein Kaid-Ban war auf jeden Fall nicht dabei. Ne? Aber Mira. Clash und die Mira. Aber Mira, ich sage immer, Mira auf Oregon muss auf jeden Fall raus. Mhm. Sehr, sehr gut. Du kannst sie nicht vertikal anspielen und mehr brauchen wir auch nicht dazu zu sagen. Ne? Das ist stark, raus mit ihr auf Oregon. Wir haben noch ein paar Six-Picks natürlich hier am Start. Wir nehmen Fletch mit anstatt einen Bug. Nochmal hier anzumerken, wir spielen gerade den Map-Pick von Austrian Force und vorher war der Map-Pick von Wubtrox. Das wird jetzt natürlich das Game nochmal ein bisschen beeinflussen, denke ich. Ja. Könnte auf jeden Fall noch ein bisschen Einfluss reinhauen. Und zwar ins Gesicht. Und sie müssen natürlich auch als erstes attacken. Ist ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen doof. Oregon auch ein bisschen Defender-lastig da. Und hier hinten in Blue wird auf jeden Fall schon mal einiges aufgebaut. Da wird man sich schon bereit machen, mit dem Smoke sich dahin zu positionieren. Und geht hier auch einiges nach oben. Hey, hier hat man Küche, macht man hier noch irgendwas am Start. Für Sammlung geht auch noch was. Was passiert hier? So, hallo, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich bin gerade ein bisschen verwundert, dass man hier jetzt sehr, sehr, sehr breitflächig auf jeden Fall spielt. Es ist Wubtrox Defense. Das wird immer so sein. Du spielst es ähnlich an wie eine SSG-Strat. Du spielst, weil du hast sehr viele gute, mit der Headshot diese Rückrotationsmöglichkeiten. Das ist das Wubtrox-Play. Das ist eben so spannend daran. Darum liebe ich Wubtrox, weil das siehst du halt nicht von vielen Teams so. Okay. Ja, gut. Schauen wir natürlich, wie das so läuft, wie das funktioniert. Man versucht hier unten Blue natürlich schon so anzuspielen. War da schon ein bisschen injured. Jetzt wird er da gefinished. Da gehen aber einige down. Und sie sind auf dem Spot. Versuchen es natürlich hier mit einem Push. Da gehen einige down. Oh mein Gott, da sind übelst viele down. Und da ist nur noch Lipsy hier als letztes übrig. Und der ist super low. Den muss man wirklich nur noch anhauchen, dass er da umfällt. Und es sind drei Leute unterwegs. Diffuser ist durch. Die sind hier einfach runtergerannt. Einer Mainstairs, der Rest Blue rein hier. Und ja, jetzt hat man da so ein ganz kleines Problem. Ne? Jetzt ist natürlich alles zu. Kommt noch eine Drohne vorbei, sagt mal kurz Hallo. Und der Rest, der wird jetzt hier einfach nur up-aimen. Darauf warten, dass er hier vorbeikommt. Hier auch noch mit Bullet Hole. Oh, da wird man praktisches Timeout hier. Da chillt man erstmal kurz. Lässt man jetzt die Zeit runterticken. Das war auf jeden Fall mal ein guter Run da, kurz. Sehr interessant natürlich, hier noch anzumerken, zu diesen ersten paar Runden sind, diese erste Runde zum Beispiel, du hast auf Seiten von Austrian Force instantly die Strat gekannt. Ja, die haben es anscheinend direkt gesehen. Und, I mean, wenn ihr mal gegen die Strat wisst, ihr seht es, Double Push, einer, da irgendwie zwei Laundry und zwei hinten Big Tower und dann habt ihr eigentlich die Runde im Sack, weil der Unterschied von dieser Strat zu SSG Strat auf Clubhouse ist, klar, du kannst weit ausspielen, du hast eine große Rückrotationsmöglichkeit. Auf das musst du aber natürlich auch erst ein Team haben, das Map Control erlangen will, bevor sie auf Objective gehen. Und nicht so, und somit natürlich nicht so probieren rausspielen zu müssen. Wenn du jetzt hier das Ganze, du hast nicht diese schnelle Rückrotationsmöglichkeit wie ein, zum Beispiel wie halt nochmal, wie auf Clubhouse. Du brauchst, glaube ich, auf Clubhouse knapp 7 Sekunden vom Top Floor bis zum Objective unten. Wenn du gerade in der Nähe von einem Objective bist. Aber das ist gut. Ich will den Win sehen. Ach so. Und auf der anderen Seite heißen natürlich jetzt, Wubtrox hätte hier besser achten müssen auf diese Entry. Hätte hier vielleicht am Anfang schon mehr Spieler direkt an der Hedge haben müssen, als halt noch so ein bisschen im Aufbereiten. Ob da vielleicht hier irgendwas am Aufbau möglich, oder diesem Aufbau gefehlt hat. Who knows? Fakt ist, man hat verloren und Fakt ist, man probiert es nochmal. Und jetzt ist die Frage, hat man
direkt die Knowledge, was ist falsch gewesen, was ändert man. Oder spielt man es sogar komplett anders an. No, ich glaube, es war so ein bisschen... ich glaube, aber es war so ein bisschen das Problem mit dem Smoke da hinten, dass er da nicht sofort reagieren konnte. Das hat man leider nicht so genau gesehen, was da ganz genau passiert ist. Der hat da mit Sicherheit ein paar Flashbangs gefressen. Ganz gut sein. Und sind natürlich auch gut reingekommen. Ne? Ich habe da jetzt auch keine Gasgranate direkt gesehen, dass man da so ein bisschen verhindert, dass sie da durchrennen. Aber die sind halt einfach gut reingekommen. Ja, kann ich dir nicht widersprechen. So, weil das haben wir natürlich auch jetzt hier mittlerweile den Aufbau hinten über Small Tower jetzt zum einen. Auf der anderen Seite, wie es aussieht, jetzt auch. Ja, nee, eigentlich Small Tower ist jetzt tatsächlich der Aufbau. Oh, interessante Sache. Gravity mit einem Punch-Hole Peak in Richtung Hatch. Alright. Kann man das immer machen. Man spielt jetzt hier oben nicht mit Attic. Das heißt, man hat ein bisschen, glaube ich, daran geändert. Austin Force spielt jetzt also nach einem wirklich sehr, sehr schnellen Push, glaube ich, da. Ich glaube, da hat man gemerkt, ja, Wuprox ist kein schlechtes Team. Die wissen, werden sowas jetzt besser vorbereiten. Wenn das dann, by the way, Gravity mit dem Opening holt sich Snacks erstmal raus. Schönes Ding. Oh, schönes Ding. Mapper probiert es mit den Shots. Wenn das ein Gas auf der anderen Seite Googie nochmal rausholen kann, das Ganze jetzt hier. Dass sie selber rausziehen und Matt Brett mit der absolut phänomenalen Movement-Möglichkeit. Nur das Ding ist, der Vault wird man hören. Geh nicht dort hoch. Matt Brett, du wirst absolut geprefired. Geh nicht dort hoch, den Vault hört man. Nevermind, er schlägt ein Loch in die Wand. Er ist absolut der hellste Mensch auf der Welt. Meine Güte. Ah, das ist jetzt unnecessary gewesen. Das ist jetzt echt unnecessary gewesen, dieser Schlag in die Wand. Schade. Alright, auf der anderen Seite F2 wieder B-Ring 9, nutze ich kurz Gravity nochmal raus und somit hast du jetzt hier eine 3-4-2-Situation. Sehe das schön natürlich auf Guarded, werden im Reload und konnte Gaza nochmal F2 rausholen. Somit bist du jetzt also ganz allein auf Rex's Seite. Hier natürlich mit der R4C auf der Ash gegen in einem 1 gegen 4 mit Gasus UMP, mit Reese's SMG 11, Flips ist K1A und natürlich Major. Ich glaube, er spielt die AOG A2 oder spielt er die MP5K? Glubschi. Nochmal, ich hab gerade ein bisschen lag. Spielt Major gerade die MP5K oder die AOG A2? Ich glaube, das ist die MP5. Okay, alright, kann natürlich sein. Ja, ne, war mein Phyrex ist ein bisschen schwierig. Da wird man das gleiche machen, wie man das auf der letzten Runde seitens Wuprox gemacht hat. Saven und wird kein Save. Erster Shot jetzt hier. Rex, es geht nochmal in Richtung Klatsch. Das ist ein schöner Start gewesen. Kann man natürlich jetzt hier nichts dagegen sagen. Auf der anderen Seite muss man jetzt aufmerksam sein auf deine Richtung Diffuser. Ich glaube, der wurde jetzt hier gerade sogar nochmal mitgenommen. Und wenn man einen Diffuser hat, da könnte man natürlich die Möglichkeit nehmen, direkt den Push reinzugehen. Push kommt in den Corner, aber Gasu mit der UMP holt sich den Shot raus und Wuprox holt sich as well wie Austrian Force eine erste Runde raus. 1-2-1 geht's in Runde 3 hinein. Geht's wieder mit den Next? Ich habe gerade ein bisschen Paketverlust, ein bisschen Standbild. Bist du bei der DL oder was? Könnte gleich wieder gehen. Ich bin bei Vodafone. Nein, wegen DHL und Paketverlust, aber das ist ein dummer Wortschuck. Ich habe hier ernsthafte Probleme und du versuchst mich hier zu verarschen. Mein Gehirn schaltet nicht. Oh mein Gott, das ist zu spät, lass mich in Ruhe. Für unser Excuse, wir sind 6,5 Stunden am Freitagabend nach dem Arbeiten am Carsten. Mach das mal und bleibt mal dabei, gut im Kopf. Und nochmal, du wirst einfach dumm. So. Oh, es geht anscheinend wieder. Nein. Aber in meinem Kopf geht noch gar nichts. Never will, never had. Warte, weiß ich nicht. Haust du dir noch eine Ananas rein, sagst du? Dauer geht. So, wir befinden uns natürlich in Runde Nummer 3. 1-1. Wird's wieder ein Tischtennisspiel? Wird's mal so ein bisschen bis Runde 8 bis Runde 9 wieder hin und her gespielt? Denkst du? Ja, nein, vielleicht? Ich denk's mir schon. Nächstes Mal nehme ich mir echt einen Ping-Pong-Schläger davor und jedes Mal, wenn du es sagst, schlage ich einen Ping-Pong-Ball durch die Luft. Das ist doch mal eine Idee. Das macht auch immer so ein schönes Geräusch. Innovation von Schwarzkopf. So, währenddessen gehen wir natürlich jetzt in die dritte Runde und wie wir das so immer machen, Runde um Runde, weil wir sonst einfach zu dumm sind und vergessen, wer wann wo ist, ist das deine Runde. Schalla.
Danke, danke, aber ich bin auch dran, ne? Es ist, es ist. Was, darum, darum ist es ja dein. Hä? Was? Mach einfach, caste das Match. Danke. Es ist schon wieder wild auf jeden Fall. Es wird wild. Die Leute pushen hier auch schon ein bisschen kräftiger rein. Man ist da unterwegs. Richtung Spot. Da unten in Kitchen ist auch jemand am Start. Mal schauen, ob man den da direkt rausbekommt. Die Drohnen hüpfen natürlich da schon mal ein bisschen rum. Ja, ja, da muss man die Töpfe wegschießen. Aber da muss man auch erst reinkommen. Die Cas Barricade ist da jetzt weg. Da kommt auch ein ordentlicher Wallbang gleich noch dazu. Man hat da natürlich ein bisschen was gesehen. Aber da geht er raus. Da geht er raus. Und direkt hier auch der zweite Gaso noch raus auf F2 sein Konto. Und somit ist es hier ein 3 gegen 5. Wir haben jetzt unten ein bisschen Kontrolle, können da ein bisschen was sehen. F2 geht da jetzt raus mit der Hibana und Gravity kommt jetzt hier eventuell zum richtigen Zeitpunkt da hoch, so langsam. Vielleicht sieht er da jetzt auch jemanden, da sieht er auch jemanden, aber kriegt er nicht. Oh, wird hier noch weggeheatet, aber alles noch im grünen Bereich. Da kommt vielleicht jetzt der Frag, aber nein, da geht nichts mehr rein. Einer steht auch schon hier oben, die Ash mit der G36. Und kann da ein bisschen rumballern. Gookie wird dann noch geholt von Gravity, der jetzt komplett zurück zum Spot geht. Er hat schon gehört, dass da alle oben sind. Oder da kam der Call, zumindest, dass alle oben sind. Und da kommt der Doppel-Refrag. Ich gehe jetzt wirklich Ping-Pong-Schläger holen, holy shit. Und Matt Brett. Okay. Hast du Ping-Pong-Schläger oder was hast du? Ja, ich hab ihn in der Garage. Wo ich gesagt habe, dass ich schlecht im Ping-Pong bin, ist. Geh, aber bitte, bitte geh nicht. Ah, weil, ja, wegen Stream. Ah, ja, okay. Wo ich gesagt habe, dass ich schlecht im Ping-Pong war, war es eigentlich nur eine Lüge. Sommerferien auf dem Campingplatz, Digga. Ich bin im Rundlauf einfach Babbo. Nächstes Mal werde ich auch beim laufenden Weltmeister sein, aber das ist wegen einem anderen Grund. Alright, so. Sagen wir es mal. Hast du den Boss gesehen? Hast du deine Ananas, besser gesagt, jetzt gegessen? Nö. Das Ding ist, kleine Storytime, wir sind gleich wieder mit back beim Match, keine Angst. Du hast ja 40 Sekunden. Ja, vor zwei Jahren bin ich mit über die Sommerferien mit einer. Nee, warte kurz. Das ist eigentlich ein anderes Mal. Wird das jetzt schlimm, sagst du? Actually, ich bin nicht sure. Egal, lassen wir das. Runde Nummer 4. Ja, ganz weirde Geschichte. Never mind, wir gehen wieder back ins Game. Ich merke dich, ich mag die gar nicht, to be honest. Das ist natürlich praktisch, wenn man dann so drüber nachdenkt. Oder, oh nee, bitte nicht. Ja. Ich schreib's dir gleich, wieso. Also, meine lieben Damen und Herren, wir gehen jetzt hier mittlerweile in die vierte Runde hinein und oh, Gravity ist hungrig auf den Spawn-Peak, warte natürlich jetzt hier gerade bei diesen Arbory-Windows natürlich. Auf der anderen Seite sind wir jetzt gerade auch, man spielt auf Seiten von Wooptrox, wie es aussieht, aktiv mit Big Tower und es ist einfach interessant, also. Man hat jetzt zwei verschiedene Strats. Alter, wie weit spielt man das Ding? Auf jeden Fall ordentlich. Ordentlich also, ist untertrieben. Man spielt es mit Big Tower, man spielt es mit Armory. Das ist Wooptrox. Also da bitte einmal einer, jeder, der jetzt gerade im Stream hockt, macht für sich selber, wir sind Wooptrox an. Das habe ich noch nie gesehen. Ach du Scheiße, Reezy wird Kill gegen Matt Brad Googie, wird auch rausgeholt. Snacks aber mit einem Double Kill aus Reezy und Gravity raus. Währenddessen Major mit der Kill gegen F2 und somit haben wir aus dem Nix hier eine 2-1-Situation. Es ist ein Gefragger, man spielt es ja ganz, ganz interessant an und somit haben wir Snacks ganz alleine. Aber Snacks ganz alleine ist Snacks im Moment ist gerade zwei Spieler auf sich, vor allem in dieser Runde. Ich weiß nicht, auf der ersten Map hat er, by the way, auch übel stark gespielt jetzt hier. In den ersten paar Runden kam er noch nicht so rein auf der zweiten Map. Jetzt aber langsam, wie es aussieht, hat er so diesen Entry gefunden. Geht jetzt auch auf Plans. Das könnte, jetzt müssen sie double pushen. Jetzt müssen sie zusammenarbeiten, sonst könnte es ganz, ganz, ganz eklig werden. Linke Seite kommt Prefire, du hast den ersten gefunden, erster Kill. Stark hat den zweiten, finden große Frage, Push kommt die Corner. Und das ist der Klatsch! Uiuiuiui!
Wie gesagt, Snacks alleine ist ganz, ganz gefährlich, wie ich es schon gesagt habe. Darf man auf jeden Fall nicht übrig lassen, einfach so. Uff, big uff. 1-3 steht's. 1-3 steht's nach 4 Runden jetzt hier. Und die Runden, die werden ja ganz wild und knapp. Knapp. Runde Nummer 5 geht jetzt los. Wir gehen einmal komplett nach unten. Und ich glaube, das wird hier auch wieder sehr, sehr weit aufgebaut. Sehr, sehr weit wieder. Wir haben den Castle dabei. Er wird mit Sicherheit da direkt nach oben gehen. Und mal schauen, wie man das dann wieder anspielt. Ob man da vielleicht doch wieder einfach reinpusht. Wir versuchen natürlich da so ein bisschen immer die Rush- oder Druck-Taktik da durchzuführen, die bisher auch ganz gut funktioniert. Natürlich verliert man da immer ein paar Ressourcen, aber es funktioniert ja eigentlich mehr oder weniger ganz gut. Yes, sir! Ja, Runde Nummer 5. Austin Force hat jetzt hier mittlerweile ein Lead rausgeholt. Ich glaube, beide Teams haben jetzt auch gerade ein bisschen mit der Mythica zu kämpfen. Vor allem, wie gesagt, es ist spät. Ich denke, auch die hatten was zu tun. By the way, verstehst du jetzt, wieso das jetzt vorher Silent war? Ja, ich hab's verstanden. Gut. Ihr braucht den Kontext im Stream nicht. Akzeptiert es einfach. Danke. So. Ja, Runde 5, du bist dran. My bad. Es ist ja... Dann gehen wir mal Vollgas, ne? 2:30 jetzt hier noch zu spielen, ein bisschen länger natürlich. Ja, nicht, aber hier Runde. Geht schon wieder. Oder? Was? Ist jetzt sein oder meine? Check's jetzt gar nicht. Ich bin so verwirrt. Ey, ich hab und gerade, also alles gut. Ist es jetzt? Was? Das ist jetzt meine Runde. Okay, du darfst aber auch, wenn du willst. Mach. Sonst werde ich noch mehr verwirrt. Mach oder schlag dich. 2 Minuten, erster Frag. Geht hier an Gookie, der hier hinten mit der AK schon mal jemanden weggeballert hat. Da fallen direkt noch weitere um. Kurz einen noch rausgenommen. Refrag direkt mit am Start. 3-4 Situation. Man hat jetzt ein bisschen Kontrolle auf jeden Fall, was hier der Topfloor betrifft. Oder man hat jetzt hier auf jeden Fall genug Kontrolle. Da muss Gasu hier auch ein bisschen sich zurückziehen. Dann wird er ausgedroht. Hat hier ein bisschen Angst, dass da vielleicht direkt jemand um die Ecke kommt. Oh, da kommt der übelste Wallbang von ganz oben. Da ist der Checkle hier am Start. The Mad Brad lässt sich einfach nicht flüssig aussprechen. Man muss immer so kurz Pause machen. Jetzt hier aggressiv mit der SMG-11. Oh mein Gott, da sieht man 2 Leute, aber nur einer geht raus. Gaskanister kommt da direkt hinterher, dass sie nicht direkt runterpushen wie so ein paar wilde Eichhörnchen. Aber nee, da kommt erstmal nichts hinterher. 3-3 jetzt hier. 1:15, macht einen Breach auf dem Freezer, da muss er jetzt ein bisschen zurücksteppen. Geht aber trotzdem hier noch sehr, sehr aggressiv. Hatte da auch gar keine Angst, dass da jemand vielleicht den Edge runterbiegt. Jetzt kommen sie hier von 2 Seiten Main vorne runter. Oh, Major liegt da unten. Hatte da einen Punch Hole oder nur einen Bullet Hole? Ja, es sieht sehr, sehr groß aus. Da sieht man mit Sicherheit, dass er da unterwegs ist. Aber gibt es erstmal eine Rotflinte auf der anderen Seite ins Gesicht. Die hat da auf jeden Fall gut wehgetan. So mit 3-2. Man hätte jetzt ein bisschen Vorteil in der Defense. Aber man steht da jetzt gut auf dem Spot. Kommt da sehr weit rein. F2, 2 Leute rausgenommen hier. Gasu jetzt als letztes übrig. Der Diffuser wird da auch durchgezogen. Der kommt jetzt hier der Main runter. Muss gucken, dass er da vielleicht irgendwie natürlich zurück auf den Spot kommt. Man wird es größtenteils abaimen, man hat jetzt natürlich ein paar Schüsse da hinten gehört. Das heißt, eventuell dort ist der erste Feind. Aber er steppt hier sehr, sehr weit vor. Hinter der Waschmaschine steht jemand. Gookie. Er guckt nicht, er bleibt einfach stehen. Bleibt er da einfach sitzen? Länger mit Kalkul. Ah, da piekt er dann raus. Heieiei. Interessante Runde und Austin Force gewinnt Back-to-Back, Runde um Runde um Runde, und somit stehen wir gerade in einem positiven Roundup auf Seiten von Austin Force. Alright, das ist natürlich sehr interessant. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, es geht in letzter Runde von einem Roundswap. 5-1 Fragezeichen. Bekomme ich eine Antwort?
Kann gut sein. Jetzt energiegeladen, die finden die Lücke und pushen dann da gut rein. Ne? Diese eine kleine Lücke, die wird da ausgenutzt, dann geht man rein, holt zwei Leute weg und dann hat man den Vorteil. Wenn das natürlich jetzt wieder so passiert. Ja, Lücke ist Lücke, Loch ist Loch. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ethisch vergraben. Ich wollte es eigentlich nicht aussprechen, ich habe es mir noch gedacht, Digga. Ethisch vergraben, Junge. Hat niemand gehört, danke. Jetzt gleich mal ein paar auf die Finger. Absolut. Runde Nummer 6, es ist die letzte Runde vor dem Round-Swap. Ach Gott, das habe ich halt wirklich gerade gesagt. Oh! Du hast es einfach verdient, dass dein Essen eingefroren wird. Actually, ich habe mir gerade was im gefrorenen Essen einfach kurz ins so, Runde Nummer 6. Ja, es ist der Meinung, dass das Match ist noch nicht vorbei. Ich glaube, es ist nicht wirklich klug, in dieser Meinung zu sein. Ich glaube, es wäre klug, uns schlafen zu lassen. Danke. So, meine Damen und Herren, wir gehen natürlich jetzt hier in die 6. Runde hinein. Das ist die letzte Runde vom Round Swap. Und ja, Austin Foster natürlich mit der 4-1-Führung. Let's go. Auch mal mittlerweile hinten über Smothering Gravity. Der pusht jetzt einfach mal rein. Der findet eine Runde. Oh Gott, ich dachte, der hat schon einen Shot gefunden, Digga. Alright, so, wenn das haben wir natürlich 2 Minuten 35 Sekunden immer noch zu spielen. Gute Sache, auch der Entry mittlerweile im Small Tower, der jetzt natürlich mittlerweile gemacht wurde. Das geht ja einigermaßen flott voran. Jackal Dog ist natürlich immediately da. Gravity mit dem Kick im Matt Brett, der wird jetzt hier erstmal Matt, weil er das Brett ins Gesicht geschlagen bekommen hat. Der war gut, oder besser gesagt, der war schlecht, weil ich den jedes Mal bringe. Der war mal Gravity gegen Googie, F2 und Double Kill und sich Gravity und flips hier raus. Und das haben wir natürlich aus dem Nix in 3-3 Situation F2 und Reezy, wie auch Major hier. Ja, ziemlich angefragt, das sind natürlich Snacks und Rexes, beide noch immer noch Full HP sind, also wird natürlich immer noch ziemlich viel in dieser Runde rumleisten können. Snacks mit dem Push nach oben, linke Seite muss aufpassen und uiuiuiui, Snacks tut sich Reezy raus, das Ganze jetzt hier tatsächlich auch in einen Lead reinholen, so wird haben wir natürlich 1 Minute und 40 Sekunden noch zu spielen. Vertikales Gameplay jetzt hier auch wieder am Start, wenn das ein Gas mit einem Long, nee, nicht Gas mit einem Long Angle ist, das ist der KI, gerade auf dem Major natürlich. Das ist die Frage, ich habe es gar nicht richtig mit rüberkommen. Spielt er die AOG A3 oder spielt er die TCSG? Alright. Gut, Push kommt rein, F2 mit dem Defuse und das könnte natürlich gute Situation sein. Aber das ist 4, BOOM! Oi, BOOM, BOOM, my love it, buddy. Ich wollte eigentlich BOOM, Motherfucker sagen, aber never mind. 2-2, Snacks, Reaxes gegen Major und Gaze, das sind aber auch Gaze mit der SMG 11, jetzt hier nochmal kurz Snacks rausholt. Ist es Reaxes Solo hier in einem 1 gegen 2? Und er hat eine Minute Zeit. Oha! Wupptrucks am Aufdrehen. Können sie das jetzt irgendwie noch auch halten? Rechte Seite. Durchs Thronehole wäre eine plausible Idee. Aber der Push kommt rum und kann er ihn rausholen. Er weiß, wo er steht. Der Drop ist da. Und die Pre-Fire ist auch. Aber Major mit der AUG A3 holt sich Reaxes raus und verwandelt dieses 4-1 in einen 4-2 Round Swap hinein. Eieiei, die Runden. Also ich sitze hier komplett angespannt. Es ist übel. Es ist übel. Ich sitze auch angespannt und frisst dabei gefrorenes Essen. Okay, ich soll aufhören zu reden. Nicht so. Bei mir ist das nicht so. Runde 7. Es ist zwar deine Runde, aber ey, jetzt ganz ehrlich. Was denkst du? Erst mal nach dem Roundtop. Wenn du jetzt, der wo jetzt die Runde holt, der könnte, wird vermutlich, also wenn jetzt, da, ganz ehrlich, wenn Wupschus nochmal eine Runde holt, habe ich das Gefühl, dann sind sie wieder im Game drin. Da haben sie wieder dieses Momentum. Das ist das Ding, wie lange kann Austin Force, können sie das preventen von Wupschus? Weil wir haben auf der ersten Map gesehen, wenn Wupschus ein Momentum hat, dann holen sie Shots, dann wissen sie, da, wo sie selber nicht mal wissen, wieso ist, dass sie die gehittet haben. Meine Lieben, Runde Nummer 7, Glubschi, führ uns durch. Also es ist ganz schwierig auf jeden Fall zu sagen. Natürlich hat man so ein bisschen Vorteil, dass man jetzt in der Defense ist. Da haben auch natürlich den Vorteil, weil sie punktführend sind, der Tech oder aus der Tech punktführend rausgegangen sind. Und ja, schwierig zu sagen. Aber du hast schon recht, wenn sie dann die Stellen finden oder kommen wieder so langsam ins Game rein und headshotten halt dann die Leute hier raus, dann könnte das natürlich ganz, ganz schnell in die andere Richtung gehen. Aber wir warten ab.
Wir warten ab und gucken jetzt, was jetzt hier so passiert. Und auch natürlich, was hier Gravity jetzt gleich macht. Mit der Ash ist er da unterwegs. Wir gucken, wo er den Weg sich reinsucht, was er da machen will. Es ist ganz schwierig zu sagen. Es ist wirklich komplett schwierig zu sagen, was hier so passiert. Wir haben auf jeden Fall ein paar Roamer dabei. Wir haben, oder besser gesagt, die von oben verteidigen. Halten da auf, was so geht. Man ist jetzt hier komplett oben drinne mit mehreren Leuten hier. Man kann da schon mal schauen, was da so unterwegs ist. Wo kommt das Nitro-Handy denn her? Oha. Hat er das gehört? Hat er die Steps gehört? Das ist ein Yeet-Päckchen. Ja, ein Yeet-Päckchen. Der hat doch jetzt niemals den da oben gesehen oder so. Der hat den doch safe gehört. Das ist wahrscheinlich einfach auf Prediction gewesen. Es kann vielleicht sein, dass du da eine Keim hast. Ist possible. Aber ich denke, das kann einfach auf Spielerfahrung, Sounds etc. Ja. Da gehen aber schon einige raus hier. Und hier sieht man schon fast den nächsten. Da kommt auch der Yellow Ping. Die Waffe hat er gesehen. Oh mein Gott. Captain gehört und hat den instant weggeholt. Der Gravity, auf den muss man aufpassen. Ist aber jetzt low. Der darf sich ja nicht mehr so viel leisten. Aber der will mit Sicherheit hier noch ein bisschen Action sich suchen. 3-4 Situation. Jetzt hat man ja auch weiterhin das Erdgeschoss hier unter Kontrolle. Muss ja natürlich jetzt hier in den Keller kommen. Jetzt geht's hier so langsam runter. Freezer ist jetzt hier, Gravity schon drinne, schaut hier so ein bisschen rein. Da hat er jemanden laufen sehen. Der stellt da noch ein Schild hin. Du bist ja komplett verrückt. Jetzt piekt er da rein, holt zwei Leute raus. Ganz, ganz stark. Ganz stark. 3-2 Situation. Jetzt wird's natürlich kritisch. Jetzt kommt hier einfach jemand rumgeroamt. Ist einfach einer am Start. 2-2. Oh, es fliegt auch noch einer raus, aber der ist schon tot, das ist nicht so schlimm. Jetzt Gravity hier unten weiterhin, hat seine 10 Kills jetzt voll und Major macht hier den Rest. Ruptrox, durchgezogen. Gravity. Eieieiei. Und es tritt jetzt so ein, wie du es gesagt hast. Nur weil du den Teufel an die Wand gemalt hast. Ich bin gerne ein böser Junge. Verdammt, auch das hört sich wieder falsch an. Es ist schlimm. Egal welchen Satz ich heute droppe, er ist entweder zweideutig oder du denkst dich nur so, Protex, hast du schon mal gedacht, dich einfach selber zu erschießen? Es ist mal no joke, Digga. Ich geb's auf. So, wir haben scheinbar mittlerweile auch schon alle den Cast hier stumm geschalten. Denkt sich alle so, ach nee. Können wir nicht gucken, können wir nicht hören. Nevermind. Wir gehen jetzt hier mittlerweile ins Game hinein. Es ist die mittlerweile 8. Runde. Wir holen 4-3-4 raus. Protex, hast du eigentlich schon mal daran gedacht? Mach du die Runde. Ich hab keinen Bock mehr auf die Community. Ey, jetzt habt ihr ihn soweit, ne? Jetzt habt ihr ihn soweit. Habt's jetzt endlich geschafft. Ne? Nach fast 7 Stunden habt ihr jetzt zerstört. Jetzt habt ihr ihn kaputt gemacht. Nee. Schämt euch. Ah, oh, das finde ich gut. Kyrex bekommt erstmal einen Bann von dem Clash of Royals für 3 Seasons. ja. Ne, macht hier mal wieder ein bisschen Liebe, ne? Mach mal Protext-Liebe oder so. Dass er hier vielleicht jetzt wieder zurückkommt. Ich muss auch die Runde casten. Ich hab Bock auf das Match. So, Runde Nummer 8, 2 Minuten 50. Von diesem Match haltest du mich nicht entfernt. Ja, Bush kommt jetzt hier erstmal über die White. Ich hab schon Timeout, Chef. Oh. Er hat mich eigentlich ja nur wiederholt. Und er hat jetzt ganz, ganz nette Worte, Kyrex, hier auf Twitter gebracht. Kannst den Timer wieder rausnehmen. Aber ich denke, er hat seine Lektion gelernt. So. So, weil haben wir natürlich außerdem nichts. So viele Shots und Kills und Slacks mit Kill gegen Gravity Map. Brad holt sich Flips hier raus. Gummi Kill gegen Reezy und so mit. What the hell? Innerhalb von wieso sind meine Runden immer so kurz? Echt jetzt? Mann, ich hab keinen Bock mehr. So, Major mit dem Kill gegen. Weiß ich Gott, wer jetzt hier hinten auf Blue gewesen ist. Es ist Matt Brad hier. Gas und wie gesagt mit dem Kill. Und das ist Wolfjox jetzt hier wieder in einer 2-5. Klatsch-Situation sind. 2-4. 2-3. Gazu, danke, dass ich mich jedes Mal korrigieren muss. Und somit haben wir natürlich, wie gesagt, 2-3. Snacks, Rexes und App 2 gegen Major und Gazu. Und Gazu, der hat gerade einen ziemlichen Run.
41 Sekunden, wenn dessen kommt natürlich jetzt hier wieder auch der Push nach unten und es sind jetzt zwei vorne bei Laundry. Alright, Push kommt durch und das war ein interessanter Shot durch die Wall. Wir müssen natürlich auch jetzt hier nochmal umgebaut, wird jetzt hier mittlerweile auf der anderen Seite. Findet man jetzt tatsächlich auch schon, das hat ihm fast zum Weinen gebracht. Ich weine immer, wenn ich schlafen gehe, aber das liegt nicht an dem Müll. Spaß. So, Gase mittlerweile unten, aufpassen unten, man sieht ihn aber, oh schade, Gase verliert den Gunfight. Und somit liegt ja alles noch ein Major mit der AK-12 jetzt hier hinten bei Laundry, muss aufpassen auf mehrere Seiten. Aber Reaxis denkt sich erst einmal, friss Bullets und geh schlafen. Good night. Sleep tight. Eieieiei. Ganz, ganz wild auf jeden Fall. Aber man hat wieder gesehen, da gehen so einige kleine Picks, ne, raus. Und dann ist die Runde natürlich schon so ein bisschen angespannter. Besonders auch, wenn Gravity rausgeht. Natürlich ein ganz wichtiger Pick, der da am Anfang direkt gestorben ist. Und dann läuft's. Ne? Dann ist ein bisschen schwierig. Wir haben natürlich auch die Lücken schnell wieder zugemacht. Jeder guckt in eine Richtung. Hat auf jeden Fall gepasst. Hat sehr gepasst. So, und Leute... Ich glaube, bei mir hat sich gerade aufgehängt. Da musst du mal weitermachen. Nee, bevor wir jetzt hier weiter in die Runde gehen, ich weiß nicht, wer es schon alle über Twitter mit überbekommen hat, aber haltet euch einen Termin. Ich meine, 129 Zuschauer, da muss es jemand noch nicht gehört haben. Es müssen alle hören. Irgendwo in April, Mai... Ja, März, April veranstalten ich und Lionel ein wochenlanges Turnier Beitritt ab 16 Jahre. Und der Beitritt für dieses Turnier, meine lieben Damen und Herren, der Beitritt für dieses Turnier ist kostenlos. Jedoch, das Preisgeld ist 1.000 Euro. Also, falls ihr Bock darauf habt, wartet auf diese Infos, die wir alles rausgeben. Und dann natürlich euch schön erstmal anmelden, Leute. Nochmal, das Preisgeld ist 1.000 Euro. Ich glaube, da wollt ihr diese Situation sich nicht verpassen. Und es ist Runde 9, es hat erst gerade begonnen. Ist das Stream wieder am Start? Hallo? Es ist alles wieder da, aber dann da ist deine Runde. Runde so... Nein, Bro, meine Runde war genug. Du hast mich eingeladen und deshalb schenke ich dir jetzt eine Runde von mir. Oh, Rex ist wieder gegen Gravity, das ist aber sweet. So. Der Popfilter vom Mike ist richtig am Sweaten. Welcher Popfilter? Der macht das alle. Ne, to be honest, ich hab den wirklich schon weggenommen. So, Google bitte gegen Reezy. Dessen haben wir jetzt hier wieder eine sehr, sehr interessante, schnelle Runde. Und ich habe das Gefühl, jede Runde, wo ich caste, verliert hier Wooftrox. Ist das irgendwie kann das sein, dass ich jetzt das dritte Mal hintereinander, wo ich eine Runde caste und Wooptrox die verliert? Und wenn du sie holst, da ja, haben wir ja vorher gesehen, dann gewinnt das Wooptrox. Scheint nicht so, sieht nicht so aus, als wäre ich dieser Glücksbringer für Wooptrox, ha? Schade, ne? Spaß. Ich wollte schon immer ein Glücksbringer sein, schade. Gut, wenn das natürlich jetzt hier die letzten drei Operators ist, besser eine 3-3-Situation, oh, wieso nicht so? 1:40. Jetzt aufhören, auf den Chat zu fokussieren. Ah, yikes. So, mittlerweile auch die warm Wipers, die wird jetzt hier natürlich nochmal warm werfen. Ist hier natürlich auch rechte Seite. Sieht man da einen weiteren Spieler, der jetzt hier eigentlich auch rein pushen könnte. Und, oh, schöner Engel, den wir jetzt hier. Oh, man abused diesen Hibana-Engel auf Seiten Maestro. Böse Sache. Und wenn das haben wir natürlich auf der anderen Seite in Runde Nummer 9 jetzt 1:20 zu spielen. Du hast eine Überzahlsituation auf Seiten von Austrian Force, wie gesagt. Es sieht jetzt hier gerade nicht allzu sweet aus und das ist unlucky, das ist gar nicht geil. Das bringt das, viele Spieler bringen kleine Lecks einfach direkt aus dem Ruder. Man checkt gar nicht mal, was man will. Und so hat man natürlich jetzt hier 58 Sekunden, um immer noch Zeit. Long Angle Rex ist jetzt hier mit dem Angle in Richtung Trophy. Muss natürlich aufpassen, dass man jetzt hier keine rausholt. Das ist auch hier schön natürlich, das Evil Eye jetzt hier nochmal dabei und Lex und Overall, Lex, das ist ja gar nicht schnuckelhaft. So, aber das haben wir natürlich jetzt hier F2 weiterhin diesen einen Iban eingeladen, abusen, aber das ist auf der anderen Seite Push, der kommt noch ran. Flips, die schöne Prefire, aber Shot, verlässt die Austrian Force in einem Sieg. Und Leute, Austrian Force
ist im Matchpoint drinne. Und diese potenzielle letzte Runde überlassen wir dem einzig wahren Glubschi. Danke, danke, danke. Ich glaube aber, du musst noch mal refreshen, weil ich bin ein bisschen weiter vorne dran wieder. Du willst mich verarschen, oder? Nee, es ist ganz ehrlich, es geht zu weit. Es reicht, ne? Soll ich meinen Hamstern Bescheid sagen, sie sollen ein bisschen langsamer laufen wieder, oder was? Digga, kannst du den Hamster... Ach, nee, Digga, schlachte sie einfach alle ab. Wandschellen abschießen, fertig ist das Ding. Aber ich will jetzt hier noch mal ein bisschen Energie sehen im Chat. Leute, es ist die letzte fucking Runde von diesen geilen Matches, also bisschen aufhypen, Boys! Vollgas jetzt, aber richtig Vollgas. Und rein geht's. Erstmal eine entspannte Aufbauphase. Was ist, wenn die Aufbauphase nicht entspannt ist, sondern sweaty? Also ich glaube nicht, dass da auf einmal eine Drohne explodiert. In dieser Season noch nicht, aber nächste Season. Oh, schön, ne? Schön mitgenommen, ich weiß. Ja, der war. Kann ich nichts mehr sagen, ne? Gotcha, aber, Homie. Aufbauphase ist auch gleich zu Ende und dann gehen wir hier in den Matchpoint rein. Wer gewinnt es? Ein Team, aber welches? Eins mit 5 Spielern. Und der Name dieses Teams mit 5 Spielern. Beträgt Buchstaben. Ja, es sollte ein Name beinhalten, aber wir schauen uns an, okay? Oder wir gucken jetzt. Wir haben auch einen Blackbeard hier mit am Start. Das könnte natürlich schon mal ganz schön böse werden. Aber abwarten. Er könnte hier vielleicht mal 2 Leute kurz wegschotten und da vorne war ein Push. War da ein Push vorne im Schlafzimmer hier in Master? Da guckt man ein bisschen rein. Breach ist auf jeden Fall da. Die Twitch ist schon umgefallen. Gravity baut hier anscheinend auch ganz alleine von Big Tower da auf. Aber es wird ein bisschen schwierig. Jetzt geht er da auch down. Er geht down gegen den Maestro. Aber der ist super low. Und 3 gegen 5. Das sieht doch gut aus. Blackbeard ja auch schon wieder angefragt. Sein Schild auch schon halb kaputt. Setzt das nächste drauf. Oh mein Gott, die HP. Was ist mit den HP-Balken los? Eieieiei, die sind ja super low. Mit denen dann kannst du Tetris spielen. Ja, so auf die Art und Weise. 3 gegen 5, 1 Minute 40 noch. Jetzt wird hier abgeaimt. Jetzt will man hier wirklich nichts riskieren. Maestro geht da jetzt injured. Down, komplett raus. Bipsy da am Start mit dem Blackbeard, aber dem sein Schild ist halt hinüber. Eine ist ja ziemlich low und da kriegt man nochmal einen Yellow Ping und weiß Bescheid, dass da einer um die Ecke steht. Der kommt dann nicht mehr so, der kommt jetzt nicht mehr so gut da weg. Oh mein Gott, er hat sich selbst geflasht. Eieiei. Jetzt kommt die Anspannung aber auf einmal. Jetzt wird's kritisch. Da zittert man jetzt richtig hart, da will man jetzt nichts abgeben, nichts verlieren. Man piekt jetzt auch hier wirklich fast gar kein Breach. Natürlich schaut man da noch so ein bisschen. Major will, traut sich hier auch nicht wirklich rein. Es ist sehr langsam gerade. Man will hier nicht zu viel riskieren. Ja, der Shot. Ja, man hat ihn jetzt hier Dachboden weggeholt. Den Jäger, der rausgenommen. 3 gegen 3 Situation. 45 Sekunden jetzt noch. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen. Wir haben zum Schluss auch noch einen Echo da übrig, der da vielleicht zum Schluss noch ein bisschen Ärger macht. Hier holt man seinen Mate auf jeden Fall zurück. Saved ihn da. Der kommt auch zurück, aber Flipsy da jetzt am Start, der steht da hinten mit dem Blackbeard, hat gar kein Schild mehr, geht der letzte noch injured und Gookie ist jetzt hier als letztes übrig gegen 3 Leute, die müssen jetzt auf jeden Fall blenden demnächst. Kommen sie jetzt hier auf den Spot, der Ace droppt da jetzt runter. Oh mein Gott, saved ihn da jemand? Er hat ihn gehört und das Schild rettet ihn da. Das Schild war komplett lit. Das war eigentlich komplett. Das geht auch noch da in den Arsch. Aber der Blackbeard hat's geregelt. Der regelnde Boss. Ja, Runde Nummer 111. Falls man jetzt hier auf seinem Verlust für Force Tassi noch mit einer Runde verlieren würde, würde es natürlich. Hätte man noch eine Single Chance, sonst würde es in Overtime gehen. Und ich denke, Wupchox ist
geiergierig auf diese Punkte. Die wollen jetzt endlich mal einen Punkt. Es soll jetzt mal endlich ein Team gegen Austrian Force eine Map gewinnen. Es ist nicht in der Talent League passiert. Es ist bisher noch nicht in Clash of Royals passiert. Da muss doch irgendwo irgendwas irgendwie in der Lage sein, Austrian Force einfach mal mit einem Jagdgewehr vom Himmel zu schießen. Jetzt mal no joke. So. Abwarten, Prodex. Ach, nicht abwarten. Das muss jetzt kommen. So, meine lieben Damen, Austrian Force, ja, es ist halt einfach die Österreicher Macht. Man merkt es gerade wirklich, die Jungs sind boy, badass am Start. Wir haben ein absolut, also wirklich, Austrian Force hat drei starke Teams. Man hat erstmal Main Team, einfach nur wow, was sie bei der, alles in der OPL erreichen. Dann haben wir natürlich das Academy Team. Goddammit, ungeschlagen in der Talent League, ungeschlagen bis in dem Clash of Royals, außer Season 1. Grüße gehen raus an Wii Sports. Und da haben wir noch das Alpha-Team, das ist natürlich auch unterwegs. Das ist jetzt hier nicht das dominanteste Team, aber auch sie tragen natürlich einen ziemlichen Namen hier bei der DSBL. So, okay, war kurz, ich habe gerade gesagt DSBL. Nevermind, wir überdenken das nochmal. Die spielen auch beim Winter Clash mit. Vielleicht kann ich sie ja morgen casten, who knows. Wir werden sehen. So, meine lieben Damen und Herren, Matchpoint-Situation, Vopjocks gegen Austrian Force Academy, jetzt hier im zweiten Spieltag des Clash of Royals. Spieltag 2, Royal Stage. Vollgas rein da. Oh, Snacks, ach, der schießt mal erstmal ein Köpfchen zu Boden und Gazzo, der verwandelt sich selber zum italienischen Fluchwort Gazzo. So, 2 Minuten 25, somit haben wir natürlich hier tatsächlich auch erstmal, ja, einen schönen Start für die Jungs hier von Austrian Force. Sind schöne weitere Shots, Gravity holt sich Reaxes raus, Pre-Fire Shots auch hier in diesen Hallway hinein, kann aber vorerst mal keinen rausnehmen und alright. Schöne weitere, man probiert wirklich die schöne Spieler rauszuziehen, man hat hier gute Möglichkeiten, guten Ansatz und der Push kommt rein, aber F2 lässt hier die SMG Levels sprechen, och. Nasty Double Kill. Und das ist Flipsy und Gravity. Und Gravity und Flipsy. Boys, beide sind absolut begabte Spieler. Und jetzt müssen sie es einfach mal ein paar Vögeln auslassen. Kommt schon. Es sind Vögel. Ihr seid doch die Raubtiere. Ihr seid die Füchse. Ihr müsst sie doch irgendwie rausholen. Es ist nochmal 6:05. Eine Minute, um 30 Sekunden zu spielen. Wenn das ein schöner Angle ist, hier, der natürlich auf Seiten von Gravity haltet. Aber man guckt auf die falsche Seite, rechte Seite. Da ist ein weiterer Spieler. Eine Minute, 20 Sekunden. Die Pre-Fires kommen auch hier wieder durch. Und meine Güte. Was ist denn hier gerade los? Eine Minute 10. Shot geht durch. Man probiert es mit Free Fire. Natürlich muss jetzt auch der liebe Flipsy mal nachrücken und sein Teammate helfen. Oh, Gravity! Mit dem ersten Clutch geht, kann das Ganze in 2:30 Minuten so reinsetzen. Somit haben wir da eben noch 50 Sekunden Zeit. Pushen sie mittlerweile auch runter von den Stairs. Hier bei Freezer Snacks muss auch passen. Natürlich auf der anderen Seite kommt jetzt hier Black Pew mit MK12 und Corner herum. Könnte natürlich doch bald den Kill holen. Wird das natürlich auf beiden Seiten jetzt hier so ein bisschen diesen Tumbling-Effekt. Man kommt jetzt hier nicht wirklich weiter. Flashback kommt durch. Linke Seite, man liegt am Boden. Man hat ihn gesehen. Und das ist eine gute Sache. F2 mit dem ersten Kill, aber Flipsy holt sich erstmal Stacks raus. Man findet den Spieler 36 Sekunden. Und nein, mein Stream beginnt zu hängen. Hör auf, mach weiter. Meine Güte, 32. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's entscheidend. Flipsy nochmal mit dem Schild jetzt hier auf das Ding. Sicherheit geht vor. Nur muss man natürlich dann bedenken, dass man nicht einen Instant Reload hat, wenn man das hier natürlich die Waffe weg hat. Push kommt durch. Die in der Hand. Aber es ist F2 mit der SMG 11. Mit weiteren 3 Punkten. Beendet Austrian Force Academy diesen Spieltag erfolgreich. 7-4-7-4. GG! VP! GG! Holy moly! Fuck ja, und jetzt haben wir noch ein Interview. I love it. Holy moly. Was ein Tag. Ich würde mal sagen, wir gehen auf Discord. Let's go. Und wir haben sogar noch was extra. Let's go.
Lass mich erstmal kurz noch was raussuchen. Aussuchen. Yes, yes, sir. Nämlich das da. Das da. So. Haha, und ich sehe, was ihr nicht seht. Alright, okay, jetzt gehen wir natürlich noch in dieses Interview hinein und ohaha, Leute, was ein verdammtes Match, ich bin so hyped. Wir rufen den jungen Bengel erstmal an. Alright, let's go. Glubsch hier mal gleich reinfügen. Ring-di-ding-ding abnehmen, sind alle im Call? Ich höre natürlich gar nichts, weil ich mich natürlich selber wieder mal wow. Connection lost. Hässlich. So, hallo, 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 hallo. Check, 1, 2, 3. Ich höre nix, ich höre nix. Hallo, 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 check 1, 2, 3, 1, 2, 3, sind wir wieder back online. Hey, wir sind wieder back online, let's go! 1, 2, hallo, hallo, hallo. Hallo. Oh, wir hatten gerade ein kleines Abbruch, es tut mir mega leid, aber jetzt sind wir wieder da, wir sind noch kurz für diese letzten paar Minuten, sind wir natürlich nochmal online. Alter, was ein Match, mein lieber Googie, was sind diese Emotions nach einem wirklich intensiven Match? Also es ist echt spannender gewesen, als wir gedacht haben. Wir sind ein bisschen glücklich eigentlich, weil eigentlich das, was wir geplant haben, ist das meiste aufgegangen. Wir haben zwar auch große Fehler gemacht, aber wir haben gewonnen und das zählt, glaube ich. Ihr habt gewonnen und das gegen ein Team, das eigentlich vor allem nach diesem ersten Spieltag so ziemlich als dieses strategische Team rausgekommen ist. Die andere Frage ist, ihr habt auch nicht unvorbereitet ausgesehen. Was habt ihr gemacht für dieses Match? Für wie habt ihr euch prepared? Also ganz ehrlich gesagt, wir haben jetzt nicht so viel gemacht, wie wir gegen andere Leute machen würden. Unser Analyst hat jetzt kein einziges Match oder so von denen angeschaut. Wir haben nur die Matches angeschaut, die halt die letzte Woche gespielt wurden, weil wir sowieso Clash of Voice verfolgen. Aber wir haben nur Bandstatistik oder so gemacht, aber mehr haben wir nicht gemacht. Also wir haben eigentlich nicht angeschaut, wie die spielen. Okay, das schockt mich jetzt gerade, weil zwischendurch hat da wirklich so ein bisschen ausgesehen, als hättet ihr dieses Spielstil, diesen wirklich, ihr hat, als hättet ihr ihn im Kopf drin. Ist es dann so ein bisschen, habt ihr dann diesen Spielstil mitgenommen von Snooze, der ja dazu als euer Coach ist? Hat er das ähnlich gemacht bei euch? Wie sieht das aus? Ja, das kannst du nicht sagen. Wo wir es nur als Coach hatten, war es komplett andere Meter, war ja 20 Sekunden Meter, das ist ja mittlerweile schon lange nicht mehr. Wir haben uns einfach relativ schnell drauf angepasst, wir hatten ein gutes Throne Placement und dann haben wir gesehen, wo die Lücken sind und haben sie, glaube ich, ganz gut ausgenutzt. Okay. Glubsch, jetzt auch fragen können. Du kannst jetzt auch mal stellen. Eine Frage nur, also du hast ja schon gesagt, ihr habt gute Drohnenarbeit. Habt ihr es auf Oregon direkt gesehen, dass sie so weitläufig das aufbauen, wo sie unten im Keller waren? Und habt ihr dann das gesehen da, dass ihr dann direkt den Push machen wollt da an der Stelle? Ja, also bei der Strat ist was Besonderes. Die wussten wir, dass sie sich spielen. Und wir haben auch gutes Drohnenplacement, deswegen wussten wir, dass sie genauso gespielt wird und wo die Leute sind. Dann habe ich den Push direkt angecallt, hat perfekt funktioniert. Die zweite Runde wurde dann ein bisschen verkackt, wo wir das zweite Mal attackt haben, aber die dritte war, glaube ich, dreimal haben wir attackt. Ja, die dritte war dann wieder gut. Hat sicher daran gelegen, dass wir gutes Drohnenplacement hatten, aber auch daran, dass wir die Strats kannten. Auf der anderen Seite, ihr habt jetzt auch bei, nochmal zurück zu Oregon, ihr habt jetzt zum Beispiel Anspielungen von Strats gesehen, zum Beispiel wie ein Kids Dorms Room ausgespielt mit Big Tower. Ist das auf gut Glück oder wusstet ihr einigermaßen, wie man solche Anspielungen
bespielt oder war das halt einfach, okay, die spielen hinten durch, dann pushen wir halt dort, wo sie nicht so, wo sie halt nicht ausgebaut haben, pushen jetzt einmal durch die Double Windows rein. Wie war das dort oder? Ja, also wir haben schon davor gewusst, dass Nuss Eierflattern gegen uns hat, wenn man das so sagt und uns relativ gut analysieren wird. Und deswegen haben wir auch gesagt, Jungs, wir müssen komplett was anderes machen heute. Hat viele Runden funktioniert, viele Runden auch nicht. Wir haben natürlich gesehen, dass sie so spielen und haben es dann versucht, halt über die andere Seite zu machen, wo sie wenig Defense haben. Auf Café sind wir auch viel rumrotiert, weil sie dann gegen unsere Aufbauten relativ gut das Duets hatten. Ja. Okay. Auf der anderen Seite habe ich jetzt noch so eine bisschen so eine persönliche Frage, keine. Eure alten Teammates, Bacon Dreamer, wie ihr sagt, wart übelst lange mit denen ja im Team. Wie fühlt sich Ja. das so an, zu wissen, yo, die haben jetzt die Geschichte oder besser diesen Versuch, ein E-Sportler in Rainbow Six zu werden, aufgeben? Wie fühlt sich das so persönlich an? Was sind so diese Gedanken, die dir durch den Kopf gehen? Ein bisschen eine Enttäuschung, glaube ich. Das war jetzt schon eine Enttäuschung, wo wir das Team auflösen haben müssen oder die zwei gekickt haben, beziehungsweise haben wir zuerst Teamer gekickt und nachher, glaube ich, 2 Monate mit Bacon noch gespielt und den haben wir dann ja auch gebencht. Da hat es ja schon angewiesen, Team hat ja schon davor Comp gekittet, der hat ja erst vor 4 Wochen also wieder angefangen und ich habe mir schon gedacht, dass es nicht so lange bei ihm bleibt, aber das, ja, und Bacon, ja, weiß nicht, ich hätte, ja, bei Bacon habe ich es, glaube ich, auch erwartet, das ist natürlich ein bisschen traurig, dass meine langen Mates, mit denen ich eigentlich E-Sport angefangen habe, gehen, aber man muss immer nach vorne schauen und das ist eigentlich noch mehr motivierend für mich und für F2 auch, weil F2 ja auch lange mit denen im Team war. Ja, weil das war halt schon so eine Sache. Ihr wart letztes Wochenende das erste Mal so richtig wieder gegeneinander und es hat ja nach einem Ansatz ausgesehen. Wurde jetzt halt nichts. Wie gesagt, danke für die Meinung. Jetzt ja aber wirklich einfach nochmal zurück zur Zukunft. Ihr spielt jetzt hier in den nächsten paar Tagen. Wir können jetzt ganz, ganz schnell einen kleinen Überblick erhaschen. Ihr spielt jetzt im nächsten Spieltag. Ach Gott, ich erstmal. Facecam-Rahmen verschieben von Glubschi, man kennt's. Ihr spielt jetzt im nächsten Spieltag, ihr spielt Nummer 3, spielt ihr gegen Turtle Esports, Victory und dann im fünften, im letzten Spieltag vor der Pause, wie gesagt, gegen Wii Sports, Wii Sports Academy. Die Aufbauphasen, ich denke, die werden jetzt hier sich stetig zurückfahren. Turtle ist ein Team, das im Moment zu strugglen hat mit sich selber. Victory ist ein Team, das sich gerade halt so ein bisschen am halt in diesem Fall nicht am Aufbauen ist, sondern halt am Zurückgehen ist. Wie gesagt, keine Scrims mehr. Und dann aus dem Nix, boom, Wii Sports Academy, dieser mit Top-Favorit. Wie werdet ihr das Ganze angehen, diese nächsten 3 Spiele? Ja, also gegen Turtle werden wir gleich spielen wie gegen Victory, gegen Wooptrox und gegen Blue Chase. Gegen Victory müssen wir schauen, weil die spielen ja jetzt Just for Fun. Es kann entweder gefährlich sein oder einfach, wenn man so sagen kann. Das muss man halt schauen, wie die dann spielen. Ich habe es nur nebenbei ein bisschen geschaut, weil wir im Warm-up war. Das Match heute, das hat ja gar nicht so schlecht ausgeschaut. Und ich glaube, Victory wird dann so besonders, weil wir ja gegen Kaneki spielen, auch ein guter Freund von mir. Da freue ich mich auch drauf. Und ja, Wii Sports wird halt dann, glaube ich, sehr, sehr spannend. Wir haben die nächste Woche in Talent League oder die nächsten Wochen relativ gute Matches und die bereiten uns, glaube ich, relativ gut auf Wii Sports dann vor. Das ist natürlich auch gut so zu sehen. Ich denke, wie gesagt, wir haben jetzt morgen um 1 Uhr, wir haben bei diesem Top-Match 120 Zuschauer. Okay, also, Top war 156. Liebe geht raus an alle. Hast du noch wo irgendwelche Worte zu dieser immensen Anzahl von Zuschauern hier beim Clash Royals? Schalte nächste Woche wieder ein, ist glaube ich das Wichtigste. Es gibt immer re eine relativ geile Matches. Schade, dass halt Blue Chase sich aufgelöst hat. Und Victory ist ja auch beim Auflösen ist, sonst wäre die Liga eigentlich relativ geil gewesen. Wir haben 2 super Leute, die das kassen. Ja, ich freue mich einfach auf die nächsten Wochen. Dann freuen wir uns natürlich auch auf dich. Wir wünschen dir noch ein schönes, schönes Wochenende, ein erfolgreiches Wochenende, of course. Und ich glaube, wir machen jetzt gehen langsam ins Endsegment nochmal zurück, oder? Das ist eine gute Idee. Alright. Gut, dann wünschen wir dir einen schönen Abend.
Bye bye, Dreamer. Ich meine, danke. Gugi. Es ist spät. Alles gut. Mit. Ja, schon 0:30. Ja, gut. Alright. So. Bin ich draußen? Ich bin draußen. Alright. Hallo, bist du. Hört man dich? Bist du noch da? Mein lieber. Gott, welchen Dings mit dir muss ich zumachen? So. Glubschi, bist du noch da? Ja, dann Glubschi. Ah, ich habe TeamSpeak geschlossen. Ja, jetzt macht das Ganze Sinn. Hat niemand gehört, wie los, dass ich zwischendurch bin. Connected. Channel switch. Ist natürlich unvorteilhaft, dass man nicht merkt, dass man TeamSpeak geschlossen hat, oder? Morgen. Ja, gut. Ich denke, wie gesagt, wir machen hier niemals so lange. Hast du nur irgendwelche. Was sind deine letzten Worte an diese Zuschauer? Ich hab wirklich nicht viel zu sagen. Es war auf jeden Fall mega nice, dass so viele Leute da waren. Richtig, richtig schön, dass auch die Leute hier hart angefeuert haben. Ja, das hat mir einfach gut gefallen. Und danke, danke, danke natürlich auch wieder an dich, dass du mich eingeladen hast hierher. Es hat einfach Spaß gemacht. War wieder spannend. Geil, geil, geil. Dann wird es auch beim nächsten Mal Spaß machen, hoffentlich natürlich so bald wie möglich. Wie gesagt, werden da aber auch immer sicher mal Lionel mal dabei haben, aber wie gesagt, auch du bist sicher in den nächsten paar Spieltagen wieder dabei. Mein lieber Glubschi, danke, dass du da warst. The Quiz, also erstmal, Quiz, fettes Danke, dass du heute angestrommen bist. Super Arbeit gemacht als Observer, also wirklich. Du und Yoshi, ihr seid auch nochmal, ihr seid einer der wichtigsten Teile auch der Show. Heute hat vieles gepasst. Erstes Match war ein bisschen schade. Ich hoffe natürlich, da wird nicht direkt das direkte aus für Blue Jays oder für dieses Mixi-Team. Nächste sucht dir ein Team. Bleib im Clash of Us, bleib dran. Grind it till you get it. Irgendwie sowas. Mach dir ein Sprichwort und verfolg deine Ziele. Meine lieben Damen und Herren, meine Boys und Girls, wir gehen irgendwo in einen Raid hinein. Wir gucken einfach mal kurz rein, was da so alles online ist. Und dann beenden wir diesen zweiten Spieltag. Nochmal mit neuen Zuschauerrekorden, mit neuen, was auch Gott ich immer, dass wir alles erlebt haben. Bei wem? Große Frage. Wollen wir Fauna MC eine Freude machen? Der spielt eher Mongos, nee. Nur Rainbow Six Siege. Wenn ich am Rainbow Six Siege Stream ist, der bekommt auch kein Host. Mir doch egal. Stream ist, meine ich, genau. Sadrasam klingt nach einer guten Entscheidung. Ja, Sadrasam klingt nach einer sehr guten Entscheidung. Alright, meine lieben Damen und Herren, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ja, sehr schön. Entweder auf meinem Kanal zu den Delta Cups oder natürlich auf dem Abend auf diesem Kanal wieder zu den wunderschönen Clash of Royals Matchtagen. Mit weiß Gott wem immer, vielleicht in einem Duocast, vielleicht nicht. R6 Ben, ich sehe gerade hier, genau, alright. Somit gehen wir jetzt hier erstmal raus. Bye bye. Tschüss. Ist der Raid durch? Geht der? Oh Gott, ich hab ihn falsch gemacht. Oh no! ich hab ihn echt völlig falsch gemacht. Ihr spoilert gerade Sadrasam ist jetzt so Hunde, echt. Alright. Man sieht sich. Ciao, ciao. Super funktioniert beim Klären auf jeden Fall. Richtig. Ich denke an den Wald. Wer fällt ein? Ich habe einen schon drin. Jake. Nee, wir müssen neu. Connection Fehler. Alter, wollen wir noch einmal Catch and Jam? Ah, jetzt wüsste ich, was der meinte. Ja, komm. Warte, eine Woche vorbei. Let's get up, Jungs. So, jetzt. Vielen Dank für den Host, Bruder. Vielen Dank. Ich hoffe, das Turnier oder die Liga, was auch immer es kann, aber es tut mir leid, ich verfolge das nicht. Hat Spaß gemacht. Anscheinend nicht. Nico, vielen Dank für dein Follow, was geht? Alec, was geht? Alles gut? Ah, Digga, ich bin erstmal off. Danke, dass du da warst. Gerne wieder. Hat mir auf Spaß. Ihren schönen Abend, gute Nacht. Oder? Ich wurde schon als feindlich betitelt, als Türke. Auch ganz gut. Disconnected. Ich will auch als Sexist gelten, ja.